So, meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, soweit das noch nicht geschehen ist, damit wir mit unserer Veranstaltung beginnen können. Sehr geehrte Frau stellvertretende Ministerpräsidentin, liebe Ilse Aigner, sehr geehrter Dr. Reithofer, liebe Mitglieder des Wirtschaftsbeirates, liebe Gäste, meine Damen und Herren, ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zum öffentlichen Teil unserer Generalversammlung, die ja in besonders interessanten oder turbulenten Zeiten stattfindet. Wir wollten eigentlich heute schon einen Bericht haben über die Sondierungen in Berlin. Vielleicht gibt es den trotzdem. Über die Ergebnisse. Ergebnisse gibt es ja immer, aber die Frage ist, welche? Aber gut. Wir haben über 1000 Anmeldungen und das zeigt wieder das große Interesse an den Themen, die hier zu behandeln sind und die hier behandelt werden. Das zeigt das große Interesse auch an den Referenten, die wir eingeladen haben. Traditionsgemäß wäre das der Ministerpräsident. Ich verstehe, bis gestern stand auch die Zusage und bis gestern stand aber auch die Erwartung, dass die Sondierungsgespräche zu einem Ergebnis führen, zu einem positiven Ergebnis, zu einem Abschluss. Dass dann überraschend gegen Mitternacht die Gespräche abgebrochen worden sind und keine Ergebnisse zustande gekommen sind, war natürlich ja, ein Problem und hat dazu geführt, dass heute eine ganze Menge von Abstimmungsgesprächen stattfinden, wie es insgesamt weitergeht und weitergehen kann. Insofern habe ich Verständnis, dass Herr Ministerpräsident Seehofer absagen musste. Ich bin aber sehr dankbar, liebe Ilse Aigner, dass du gekommen bist und dass du dafür einspringst und die wirtschaftspolitischen Themen und Zusammenhänge heute schildern und erklären willst. Herzlich willkommen. Wir hoffen natürlich, dass du uns einiges berichten kannst, warum das jetzt am Schluss doch nicht geklappt hat, nach all dem, was wir in der Presse lesen konnten. War es ja so, dass man sich über viele Punkte gar nicht gestritten hat, zumindest ist wenig nach außen gedrungen und ein paar Punkte, die immer nach außen gedrungen sind, das war das Thema Zuwanderung und war zum Teil Digitalisierung und diese Dinge, da hat es den Anschein gehabt, dass man sich am Schluss einigt. Bei den Themen der Wirtschaft und Wirtschaftspolitik schien es so, als ob man großen Konsens hätte. Aber vielleicht sind wir nur falsch oder nicht ausreichend informiert. Auf alle Fälle wäre es interessant, darüber mehr zu erfahren. Und außerdem habe ich in den letzten Tagen gelesen, dass du auch Schlagzeilen machst, also vielleicht kannst du... Vielleicht kannst du uns dann auch darüber einiges berichten. Die Welt ist unübersichtlicher geworden und unsicherer geworden. Das ist eine allgemeine Feststellung, die wir heute sehr oft hören. Die Umbrüche, die geopolitischen Umbrüche haben auch Deutschland und Europa nicht. Ja, sind auch in Deutschland und Europa zu spüren, haben hier auch ihre Auswirkungen. Die aktuelle Lage erfordert eigentlich eine stabile Regierung. Man kann natürlich zuschauen, dass die Niederlande 4 Monate brauchen, bis sie eine Koalitionsregierung zustande bringen. Und es regen sich nicht viele auf, in den Niederlanden sowieso nicht, aber im Übrigen Europa auch nicht. Man kann das, glaube ich, für Deutschland nicht so sagen. Weil Deutschland, ohne überheblich sein zu wollen, eine andere Rolle spielt, eine gravierendere Rolle spielt, auch im Rahmen der europäischen Einigung oder der europäischen Politik eine bedeutende Rolle spielt. Insofern wäre es gut, wieder eine stabile und tatkräftige Regierung zu haben. Es gibt natürlich andere, die sagen, ist ja gar nicht so schlecht, wenn man mal ein halbes Jahr keine Regierung hat, keine mehrheitsfähige, dann wird wenigstens kein Unsinn beschlossen. Vorher, darfst du sagen, haben wir der Professor Sinn gesagt, eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, eine Zeit lang eine Minderheitsregierung zu haben, weil man dann zumindest bei europäischen Themen
einen anderen Begründungszwang hätte und mit diesen Themen im Bundestag Mehrheiten bräuchte und die gar nicht so leicht kriegt. Also hätte man ein anderes Verhandlungspotenzial auch in Brüssel bei bestimmten Themen. Und wahrscheinlich ist das sogar richtig. Allerdings kann man nicht daraus ableiten, dass man dann lieber die ganze Zeit eine Minderheitsregierung hat. Wir brauchen schon wieder eine stabile Lage und eine stabile Situation in absehbarer Zeit. Nur was der Bundespräsident, der ja jetzt am Zuge ist, aus der jetzigen Situation macht, ob er sagt, es gibt ja noch einmal einen Versuch oder ich schlage vor, eine Minderheitsregierung, die dann so lange im Amt bleibt, wie das einigermaßen funktioniert. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann setze ich vielleicht Neuwahlen an. Oder ob es doch wieder ganz andere Konstellationszusammenhänge für Koalitionen gibt, das weiß man heute nicht. Und ob es personelle Veränderungen gibt, von denen ja die SPD sehr oft redet, will ich auch nicht prognostizieren. Auf alle Fälle bleibt es spannend. Und um ein altes chinesisches Sprichwort zu zitieren, wenn ein Chinese jemanden was Böses wollte, dann hat ihm gewünscht, mögest du in spannenden Zeiten leben. Wir haben sie jetzt. Also werden wir sehen, was daraus rauskommt. Es gibt eine ganze Menge an wirtschaftspolitischen Themen und es gibt eine Menge an Themen, die in einer neuen Koalition behandelt werden müssen. Und diese Themen schlagen sich bei uns auch wirtschaftlich nieder. Wir sind alle sehr stolz darauf, dass es gut geht, dass die Steuern sprudeln, dass der Export läuft, dass die Beschäftigung sehr hoch ist, dass wir in Bayern Vollbeschäftigung haben. Das ist wunderbar. Auf der anderen Seite gibt es massive Themen international. Wenn wir die Politik in Amerika anschauen, mit dem Versuch, sich abzugrenzen, wenn wir die Politik in China anschauen, da komme ich noch gleich dazu, wenn wir die Dekarbonisierungsthematik anschauen oder die Frage der digitalen Technologie bei Produktion, bei Betrieb, bei Verwaltung, bei all den Dingen, dann waren wir der Meinung, es konzentrieren sich diese Themen nirgends so massiv wie in der deutschen Automobilindustrie. Da kommt alles zusammen. Andere Industriezweige oder Dienstleistungszweige sind von einzelnen Bereichen betroffen. Alle Themen miteinander treffen die deutsche Automobilindustrie. Und deswegen, Herr Professor Reithofer, sind wir sehr dankbar, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und heute zu uns kommen und zu diesem Themenkomplex sprechen. Vielen Dank. Wir wiegen uns in Sicherheit mit unserer wirtschaftlichen Entwicklung, aber man kann es nicht oft genug sagen, Vorsicht, die Zeiten sind nicht immer gleich gut und es steht nicht im Grundgesetz, dass es Deutschland immer so gut geht. Wir müssen die richtigen Weichenstellungen in Politik und Wirtschaft vornehmen und wir müssen uns anstrengen, auch im internationalen Vergleich. Und wenn wir uns anschauen, meine Damen und Herren, manche sehen das nicht so gern, wenn wir vergleichen Deutschland, England, Frankreich, USA, dann beschwert sich zwar der US-Präsident darüber, dass ihm Arbeitsplätze gestohlen werden, nur ihm wird nichts gestohlen. Es gibt viele Investoren, dazu gehört auch BMW, die bringen eine ganze Menge Arbeitsplätze nach Amerika. Sie werden es sicherlich nachher auch erwähnen oder darstellen. Die Länder haben in den letzten Jahrzehnten, beginnend in den 80er Jahren, den Fehler gemacht, zu wenig auf ihre Industrie zu schauen. Und deswegen hat England jetzt einen industriellen Anteil an Bruttoinlandsprodukt von 10%, Frankreich noch von 12% und wir haben 24%. Das ist der entscheidende Fehler. Das ist der entscheidende Fehler, den die gemacht haben. Und sie haben die Innovationsprozesse vernachlässigt, auch an ihren Hochschulen, in Kooperation mit der Wirtschaft. Das, was die Wirtschaft gebraucht hätte, wurde da zu wenig forciert. In einigen Bereichen in der digitalen Technik oder in der Digitalisierung sehr wohl in Amerika, da ist vieles geschehen. Aber die industrielle Basis ist ihnen entglitten. Und der Mix, den wir haben von Industrie und Handwerk und Dienstleistung, macht unsere Stärke aus. Und der Mix, den wir haben in den Betriebsgrößen, Klein-, Mittel- und Großbetriebe, macht unsere Stärke und macht das Potenzial in der regionalen Verteilung der Arbeitsplätze aus. Das ist über Jahrzehnte gepflegt worden.
bewusst gepflegt worden. Und das macht uns heute stark und das sollten wir auch nicht verlieren. Und wir sollten uns aber auch von anderen nichts ins Bockshorn jagen lassen, dass es heißt, naja, ihr habt ja unverdiente Vorteile. Die Vorteile, die wir heute haben, sind alle erarbeitet worden und von anderen übersehen worden. So viel zum Anfang. Ich will weitere Persönlichkeiten begrüßen, kann natürlich nicht jeden Einzelnen begrüßen, aber ein paar Ausnahmen seien mir erlaubt und ich bitte Sie, den Beifall am Schluss zu spenden. Einer alten Tradition folgend sage ich Ladies first, die Damen zuerst. Habe ich von meinem Vorgänger Dieter Soltmann gelernt. Ich kann es zwar nicht so charmant wie er, aber ich mache es trotzdem. Ich begrüße sehr herzlich alle unsere Damen bei unserer öffentlichen Versammlung. Ich begrüße den Ehrenpräsidenten Dieter Soltmann mit seiner Gattin, den Vizepräsidenten Dr. Jürgen Kammer mit Frau, den Schatzmeister Jürgen Nils mit Frau, den Staatssekretär Alfred Bayer, den früheren Vizepräsidenten im Europaparlament Ingo Friedrich, vom Bayerischen Landtag, den Herrn Thomas Kreuzer, den Vorsitzenden der CSU-Landtagsfraktion, Herrn Staatssekretär Eisenreich, Herrn Staatssekretär Hintersberger, Herrn Markus Blume und Herrn Reichardt, den Vorsitzenden der Jungen Union. Aus der Wirtschaft den Ehrenpräsidenten der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Herrn Senator Hubert Stärker, den Präsidenten der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Herrn Alfred Gaffal, den Präsidenten des Bayerischen Handwerkstages, Herrn Franz Xaver Peterhandl und den Präsidenten des Bayerischen Bauernverbandes, Herrn Walter Heidel. Ich heiße willkommen die Mitglieder früherer Bundes- und Staatsregierungen und der EU-Kommission, Herrn Ministerpräsident AD Günther Beckstein, Herrn Kommissar Schmidhuber, Herrn Staatssekretär Hausmann, Hinsken, Herrn Staatsminister Ottmar Bernhard, Herrn Professor Dr. Kurt Faltelhauser, Herrn Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch, den Herrn Werner Schnappauf, meinen langjährigen Mitstreiter, Herrn Staatssekretär Hans Spitzner, Herrn Gerold Handler, Herrn Georg von Waldenfels und den Staatssekretär Zeller. Ich heiße willkommen die kommunalen Mandatsträger, die Vertreter der Staatsverwaltung, von den Ministerien, von den Parteien, den Kirchen, der Bundesbank, der Bundesagentur für Arbeit. Ich begrüße die Mitglieder des Wirtschaftsbeirats der Union noch einmal. Wir hatten heute früh schon einen Meinungsaustausch mit der Frau Professor Niebler zu den Geschehnissen in Berlin in den letzten Wochen. Ich heiße willkommen die Vertreter des Konsularischen Korps, für die Medienvertreter, stellvertretend den Verleger Herrn Professor Dr. Martin Balle von der Straubinger Zeitung. Ich begrüße die Vertreter unserer Sponsoren und danke für die großzügige Unterstützung. Das hilft uns, diesen Dialog zwischen Wirtschaft und Politik so zu gestalten, wie es notwendig ist. Ich begrüße Sie alle aufs Herzlichste und jetzt, glaube ich, ist der Beifall fällig. Und ich freue mich natürlich auch, dass meine Frau wieder zu der heutigen Veranstaltung gekommen ist. Ich habe es bereits erwähnt, Bayerns Wirtschaft ist in Hochform, Arbeitsplätze, Wachstum, Exporte, alles funktioniert, Beschäftigungsrekorde werden aufgestellt, die Standortbedingungen sind gut, die innovativen Spitzenprodukte lassen sich sehen bei Großunternehmen, bei mittleren, bei kleineren, das geht durch alle Bereiche, das ist in erster Linie ein Verdienst der Wirtschaft selber, der Betriebe, der Betriebsführungen, der Mitarbeiter. In zweiter Linie aber, glaube ich, auch durch die politischen Weichenstellungen, die wir in Bayern nicht gerade die letzten 10 Jahre, sondern die letzten 50 Jahre vorgenommen haben. Und wenn man das vergleicht, wie es in den einzelnen Bundesländern so läuft, dann muss man ja sagen, Bayern kam vom letzten Platz im Vergleich der Bundesländer auf den ersten. Muss ja irgendwas geschehen sein. Und das waren auch einige Weichenstellungen, die ich jetzt, weil ich keinen historischen Vortrag halten will, nicht im Einzelnen aufzählen will. Ich will nur sagen, der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes ist kein Naturgesetz. Der Wettbewerb und der Wandel bleiben. Und in der Wirtschaft gilt der Satz, nichts ist kontinuierlicher als der Wandel. Dem ist jeder ausgesetzt und dem muss man sich stellen. Und dem muss man sich stellen, wenn man den Wohlstand nicht nur verwalten will, da hat man nicht lang, sondern wenn man die Zukunft gestalten will.
Deswegen, meine Damen und Herren, sollten wir sehen, was sind die großen Herausforderungen. Es gibt eine ganze Menge. Aber ich nenne einmal das Thema Globalisierung, darin auch die Rolle der Europäischen Union, darin auch die Rolle der Finanzmärkte und die Rolle des internationalen Steuergeschehens, die Digitalisierung und die Politik Bayerns und Deutschlands dabei und auch die Dekarbonisierung. Ich lasse heute einmal die ganze Thematik Demografie und Rente und soziale Sicherung weg. Ich will über diese Themen kurz ein paar Anmerkungen machen. Die Globalisierung und die offenen Märkte. Interessanterweise werden diese zurzeit mehr kritisiert von links und von rechts und von allen möglichen Intellektuellen oder Pseudo-Intellektuellen. Die Skepsis gegen die Globalisierung ist gewachsen. Komischerweise, muss ich sagen. Wenn wir zurückblicken, dann kann man schauen auf die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Die wurde damals schon beschleunigt durch ein Gesetz, das die USA erlassen haben, zur Erhöhung der Zollschranken. Dieses Smoot-Hawley-Gesetz hat diese Zollschranken wesentlich verschärft und die Boykottmaßnahmen nach oben getrieben. Hat dazu geführt, dass die Abgrenzung größer geworden ist, die Arbeitsplatzverluste größer geworden sind, die Leute ärmer geworden sind, der internationale Austausch weniger geworden ist. Hat die Wirtschaftskrise verschärft. Konsequenz daraus war, Churchill und Roosevelt haben 1941 bereits eine Atlantik-Charta beschlossen, freier Zugang zum internationalen Markt und zum internationalen Handel. Das Ideal einer regelgebundenen Weltwirtschaftsordnung wurde damals nach oben gehoben. Es hat dann den Versuch einer ITU gegeben, die Havanna-Charta, ein erster Versuch, der ist gescheitert, dann das GATT 1946-47, ein Bündel von Handelsabkommen, das zusammengefasst worden ist, mit einigen Prinzipien. Prinzip der Meistbegünstigung, Ausländer und Inländer waren gleich behandeln, Verbot von Ein- und Ausfuhrkontingenten, Zölle waren noch erlaubt, durften aber nicht mehr erhöht werden. Es kamen dann 8 globale Zollsenkungsrunden, meine Damen und Herren. Es wurde der IWF gegründet, der Internationale Währungsfonds, es wurde die Weltbank gegründet, es hat Bretton Woods gegeben, damit der internationale Handel durch Währungsmanipulation nicht beeinträchtigt werden sollte. Es hat die fixen Wechselkurse gegeben, die erst in den 70er Jahren freigegeben worden sind. Es gibt seit 1994 das WTO, Weltweltorganisation, das GATT abgelöst hat. Und was war die Entwicklung? Der Welthandel hat sich seit Gründung des GATT ver-70-facht und seit 1994, seit Gründung der WTO, noch einmal ver-3-facht, obwohl er schon auf einem hohen Niveau war. Das bedeutet, dass die internationale Kooperation und der Welthandel massiv gestiegen sind. Das bedeutet, dass die Globalisierung hier vorangetrieben worden ist und durch den Fall des Eisernen Vorhangs hat sie zusätzliche Schübe bekommen. Aber, und das sage ich auch, WTO hat im Übrigen ein Streitschlichtungsverfahren beinhaltet. Die USA wurden bisher 129 Mal verklagt und die EU 84 Mal. Die Ergebnisse hat man aber befolgt, obwohl nicht irgendwelche Polizei- oder Militärmächte dahinter standen. Das war ein Konsens, dass man sich an diese Vereinbarungen hält. Das war ein Riesenerfolg. Alle, die sich daran beteiligt haben, haben Nutzen davon gehabt. Mehr Arbeitsplätze, mehr Wohlstand, mehr Wirtschaftswachstum, mehr Modernisierung, mehr soziale Sicherheit und, auch das ist untersucht, höhere Lebenserwartungen. Wer nicht mitgemacht hat, hat es nicht gehabt. Die Globalisierung war und ist ein großer Vorteil für alle Länder und Staaten, die sich daran beteiligt haben. Und für uns in Deutschland insbesondere, weil wir mit unseren Exporten bei Weitem nicht die Zugänge zu den Märkten hätten, die wir so haben. Und wir hätten einige Millionen Arbeitsplätze nicht, wenn diese Chancen nicht gegeben wären. Man mache sich keine Illusionen. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Politik fortführen und auch begründen und Probleme, die damit verbunden sind, beseitigen. Deswegen ist es wichtig, dass wir internationale Abkommen, die auf dem Weg weiterführen, forcieren, meine Damen und Herren.
WTO ist gut. TTIP wäre ebenfalls gut gewesen. Die transatlantische Partnerschaft, transpazifische Partnerschaft, wäre es genauso gewesen. NAFTA sollte erhalten bleiben. Diese Abkommen haben auch soziale und ökologische Mindestanforderungen oder hätten sie gebracht. Und jetzt kommt ein amerikanischer Präsident, der sagt, das will ich alles nicht. Das wische ich alles weg. Es ist ein Fehler. Und ich kann nur sagen, diejenigen, die sich gegen diese Abkommen protestiert haben, ob Greenpeace oder kirchliche Gruppen, die sollen sich mal überlegen, wen sie da als Freund gewonnen haben. Oder wer ihre Freunde sind. Das ist eine ganz paradoxe Entwicklung, dass hier links und rechts stehende oder Extreme gestärkt werden. Wir sollten dem entgegentreten. Zweiter Punkt, den ich hier anmerken will. Eine besondere Rolle in dem Zusammenhang muss spielen die Europäische Union. Die Einzelstaaten sind dafür, in dem Geflecht zwischen USA und China zu gleichen. Im Übrigen, wer sich China als die große Rettung ausmalt, muss ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben zwar mit China einen Riesenmarkt für alle möglichen Industriezweige, aber die Betriebe, die dort investieren und investieren wollen, kriegen Joint Venture Partners zur Verfügung gestellt, die sie sich nicht ausgesucht haben. Die Gründe dafür kann man ja fragen. Joint Venture Partner, die Know-how auch absaugen. Joint Venture Partner, die ihren Beitrag in Anführungszeichen leisten sollen für die Industrialisierung in China. China hat da sehr weitreichende Interessen und Strategien. China hat 10 große Industriefelder, in denen sie führen werden wollen im Weltmarkt. Und sie gehen das ganz konsequent an. Beim Thema Eisenbahnindustrie sind sie sehr weit. Wenn jemand in China ist gelegentlich und fährt mit dem Schnellverkehrssystem, ich empfehle das jedem, der wird staunen, was hier in den letzten Jahren passiert ist, auch beim Infrastrukturausbau. Beim Thema Pkw wollen sie so weit kommen, indem sie umschalten auf den Elektromotor. Das geschieht aus zwei Dingen. Erstens, damit die Städte sauber werden. Das ist durchaus ein triftiger Grund. Der zweite Grund ist aber, weil sie sagen, beim Verbrennungsmotor werden wir den Vorsprung der westlichen Konkurrenten nie aufholen. Beim Elektromotor, weil sie 10 Jahre hinten dran sind. Beim Elektromotor haben wir die Hoffnung, dass wir das in ein paar Jahren aufholen und überholen. Und deswegen gehen sie auch her und sagen den Firmen, die vom Ausland her in China investieren, ihr müsst erstens bestimmte Quoten produzieren pro Jahr und zum Zweiten, das weiß ich nicht, wie weit das jetzt noch ist, ihr müsst eure Technologien offenlegen. Ob das noch verfolgt wird, weiß ich nicht. Denn das hat mit Patentschutz, mit Rechtsschutz, mit Schutz des Know-how, des geistigen Wissens, nichts mehr zu tun. Verträgt sich auch nicht mit WTO-Grundsätzen. Hier wird die Marktmacht eingesetzt, um entsprechend weiterzukommen. Die Europäische Union sollte, müsste, wird hoffentlich in einigen Bereichen neu aktiv werden. Ich nenne sie kurz, die Außen- und Sicherheitspolitik, die gemeinsame Grenzsicherung, längst fällig, ein gemeinsames Asylrecht und Asylverfahrensrecht in der Kooperation bei der inneren Sicherheit, bei der Verantwortung der einzelnen Staaten für ihre Sozialpolitik, bei der gelebten Subsidiarität und bei einer nicht falsch verstandenen Solidarität. Die Europäische Union muss zweitens dafür sorgen, dass sie die Staatsschuldenkrise in den Griff bekommt, dass das gelöst wird. Das ist bisher nicht gelöst. Und trotz einem Niedrigzinsniveau, wie wir über das noch nie hatten, ist nicht der Schuldenabbau vorangekommen, sondern der Schuldenaufbau. Und wenn es so weitergeht, laufen wir auf eine große Verschuldenslawine zu. Muss das so sein bei diesen niedrigen Zinsen? Es muss nicht so sein. Es dürfte anders sein. Darum ist drittens für mich ein Thema der Europapolitik an erster Stelle das Thema Glaubwürdigkeit. Europa muss dafür sorgen, dass das, was beschlossen ist, auch umgesetzt wird. Wir haben alle möglichen Regelungen und Gesetze und Verträge auf Europäischer Union, nur werden die zu einem guten Teil nicht eingehalten. Zu einem guten Teil schon. Es redet jeder von den 3% Maastricht-Kriterien bei der Neuverschuldung in den Haushalten. Meine Damen und Herren, im Fiskalpakt stehen nicht 3%, sondern 0,5%. Die erwähnt schon gar niemand mehr. Die erwähnt ja nicht einmal die Kommission. Zweiter Punkt, wenn andere Länder diesen Punkt, diese Grenze überschreiten, dann sagt der Kommissionspräsident, na ja, ich bin ein politischer Präsident. Und was heißt das dann?
Ich rüge das nicht, obwohl Sie nach Verträgen dazu verpflichtet werden, die Kommission Hüter der Verfassung zu sein und da die Normen durchzusetzen. Kann es eigentlich nicht sein. Dritter Punkt ist, dass Europa in vielen Aufgaben mitredet, wo sie nicht mitreden soll, und die Aufgaben, die sie zentral haben, nicht bewältigt und nach neuen Regelungen ruft. Wir brauchen keine oder fast keine neuen Regelungen. Wir brauchen die Einhaltung der bisherigen, und damit kommen wir schon weiter. Und wir brauchen das Zweite, vielleicht, liebe Ilse, kannst du darauf eingehen, wir haben die Europäische Zentralbank mit ihrer Niedrigzinspolitik und mit ihrem Riesenaufkauf von Staatsanleihen und sonstigen Anleihen, kann ich sagen, die Aufgaben der Europäischen Zentralbank sind ja schön definiert. Das heißt, die grundlegenden Aufgaben der EZB bestehen darin, die Geldpolitik der Union festzulegen und auszuführen, Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 23,9 durchzuführen, die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten, das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern. Es steht nichts drin von der Konjunkturförderung, es steht nichts drin von der Wechselkursbeeinflussung, es stehen alle diese Dinge nicht drin, mit denen die EZB ihre Niedrigzinspolitik begründet und sagt, erst wenn die Konjunktur wieder läuft, können wir umschalten. Das ist alles nicht im Vertrag. Und es gibt einen zweiten schönen Punkt. Die Artikel 123, Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der Europäischen Zentralbank, sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die Europäische Zentralbank oder die nationalen Zentralbanken. Das ist das Verbot der Staatsfinanzierung. Und die EZB sagt, ja, machen wir auch nicht. Wir kaufen nicht direkt die Schuldtitel von den Staaten. Wir kaufen sie am Sekundärmarkt. Das läuft dann so, dass andere Banken sonst wer die Schuldtitel kaufen, und wenn die von der Tür rausgehen, steht ums Eck einer von der EZB und kauft es auf. Das ist eine provokante Umgehung EU-rechtlicher Bestimmungen. Dürfte auch nicht sein. Und der dritte Punkt, meine Damen und Herren, die EZB begründet ihre Aufkaufs- und Politik mit 60 Milliarden Euro pro Monat oder dann jetzt ab 1. mit 30 Milliarden Euro im Monat, damit, dass sie 2% Inflation erreichen will und wir nur 1,4 oder 1,5 haben. Im Artikel 127 des EU-Vertrages heißt es, das vorrangige Ziel des europäischen Systems der Zentralbanken ist, die Preisstabilität zu gewährleisten. Steht nichts von 2%. Die 2% sind eine Eigendefinition der EZB. Und alles, was drunter liegt, ist angeblich gefährlich für die Deflation. Derselbe Käse wird in Japan seit 15 Jahren erzählt. Und da wird eine ähnliche Politik von der Zentralbank gemacht, ohne entsprechenden Erfolg. Dass Deflation deswegen eintreten würde, steht in manchen Lehrbüchern. Die Lehrbücher stammen aber noch aus der Zeit der Nationalökonomie. Mittlerweile haben wir in internationalen Ökonomien einen völlig anderen Wettbewerb, als das vor 40 und 50 Jahren der Fall war. Eine völlig andere Wettbewerbssituation und damit eine völlig andere Situation auch beim Thema Deflation oder Inflation. Mittlerweile haben wir eine andere Situation in diesen Bereichen, sodass man diese Maßstäbe so einfach nicht mehr übertragen kann. Und im Übrigen, was meine größere Sorge ist, das ist die Auswirkung dieser Politik auf Banken und Versicherungen. Ich habe vorher schon gesagt, wir leben sehr stark davon, dass wir eine ganze Menge an Klein-, Mittel- und Großbetrieben haben, eine gute Mischung dieser Betriebe und eine gute Streuung über die gesamten Regionen in Bayern und in Deutschland. Diese Betriebe sind zum größten Teil finanziert von den kreditgebenden Banken. Und wir haben im Gegensatz zu den USA heute die Situation, dass in den USA die Wirtschaft zu 70, 75% vom Kapitalmarkt finanziert ist und zu 25% vom Kreditmarkt.
Und wir haben die Situation, dass die Wirtschaft in Deutschland zu 20-25% vom Kapitalmarkt finanziert ist und zu 70-75% vom Kreditmarkt. Wenn wir durch die Niedrigzinspolitik der EU mittelfristig das Funktionieren der Banken beeinträchtigen, beeinträchtigen wir die Finanzierung der Wirtschaft in Bayern und in Deutschland. Und wenn wir die Finanzierung der Wirtschaft beeinträchtigen, meine Damen und Herren, dann kann man sich die Auswirkungen in der Wettbewerbsfähigkeit, in der Investition, bei den Arbeitsplätzen ausmalen. Darum wirkt sich diese Politik jetzt bereits und mittelfristig zulasten nicht nur der Banken, sondern der Wirtschaft aus. Und manche, die heute sagen, ja, den Banken geht es nicht so gut, ja, sagen bravo, die denken nicht einen Meter weiter. Denn unsere wirtschaftliche Entwicklung hängt davon ab, dass die Banken kräftig bleiben und finanziell kräftig bleiben und die Wirtschaft und ihre Entwicklung finanzieren können und alles das so läuft, wie das bisher der Fall war. Und darum halte ich nichts von dem Bankenbashing, das lange Zeit geschehen ist. Ich halte auch nichts von der Überregulierung der kreditgebenden Banken. Und ich halte schon gar nichts davon, dass man nach der Finanzmarktkrise gesagt hat, kein Produkt an keinem Ort zu keiner Zeit bleibt unreguliert, das mehrfach wiederholt hat und dann den grauen Kapitalmarkt vergessen hat. Das funktioniert nicht. Und ich halte auch nichts davon, meine Damen und Herren, dass man damals 2009, 2010 den Banken gesagt hat, ihr müsst runter von euren Spekulationsgeschäften, das ist nicht gut, ihr seid nicht eine eigenständige Finanzindustrie, ihr seid eine dienende Organisation für die Entwicklung der Wirtschaft, für die Entwicklung auch der privaten Investitionen, ihr müsst es ändern. Die Banken stellen sich um, machen das weitgehend, so, und jetzt wird die Nullzinspolitik seit Jahren durchgeführt und jetzt, wenn die Banken sagen, wir haben Probleme, bekommen sie zur Antwort, dann lasst euch halt neue Geschäftsmodelle einfallen. Ja, welche denn? Kommen wir wieder zurück auf die alten Dinge. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine stabile und vernünftige wirtschaftliche Entwicklung haben und deswegen werden wir im Wirtschaftsbeirat dieses Thema auch stärker aufgreifen im nächsten Jahr, weil das, was bisher gelaufen ist, nicht mehr gut ist und weil in der Politik das meines Erachtens viel zu wenig diskutiert wird. Genauso, aber das sage ich nur ganz kurz jetzt, das, was zurzeit zu lesen ist über Schwarzgeld und Steuern und Steuervorteile in anderen Ländern, dient uns und unserer Wirtschaft auch nicht, wenn es Länder gibt, bei denen man für Namensrechte, für Patente Gewinne abführen muss und in diesen Ländern die Gewinne mit 2 oder 3 oder 5% besteuert werden und bei uns spart man sich das Geld. Das ist nicht gut, weil diese Mittel fehlen für das, was wir bei uns auch brauchen, für Infrastruktur und andere Dinge. Und mich stört es, wenn bestimmte Länder das machen, mich stört es aber insbesondere, wenn bestimmte EU-Länder das machen. Und wenn dann die EU, wie es jetzt beschlossen ist, eine schwarze Liste der Länder rausgeben will, die sich mit Briefkastenfirmen, mit allen Dingen, die in den Paradise Papers und den sonstigen Papers aufgelistet sind, befasst haben, aber gleichzeitig beschließt, EU-Länder werden da drin nicht benannt. Obwohl jeder weiß, Malta gehört dazu, Luxemburg gehört dazu, Niederlande gehört dazu, Irland gehört dazu. Ja, wenn man einen Saustall ausräumt, dann muss man da ausmisten, wo der Mist ist. Und als erstes dort, wo man selber mit zuständig ist. Ich sage, diese Probleme bestehen mit der EU, aber können auch nur von ihr gelöst werden. Einzelne Staaten sind dazu nicht in der Lage. Darum brauchen wir hier eine stärkere Europäische Union. Ich rede nicht der Schwächung das Wort, sondern der Stärkung, aber ich rede auch dem das Wort, dass die gesetzlichen Regelungen eingehalten werden. Und damit kurz noch zu anderen Themen, Thema Digitalisierung. Da muss ich sagen, Frau Ministerin, hier macht Bayern das, was möglich ist. Mit dem digitalen Zentrum in Garching, mit dem digitalen Paket 1 und 2, mit den Investitionen von 2 Milliarden Euro, mit dem Ausbau des Netzes, mit dem Transfer von diesem digitalen Zentrum in die Wirtschaft, in den Mittelstand. Das sind alles Dinge, die macht kein anderes Land in Deutschland so. Und ein derartiges Volumen hat, glaube ich, nicht einmal der Bund bisher ausgegeben. Für dieses Thema hier ist Bayern vorbildlich und ich denke, das wird sich auch für die Wirtschaft bemerkbar machen. Ich hoffe, dass es
bei den weiteren Verhandlungen, beim Thema Infrastruktur, beim Thema Investitionsanreize für die Wirtschaft, bei der AFA, bei der Forschungsförderung, bei der Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft weitere Fortschritte gibt. Ich hoffe, dass das Breitbandnetz weiter ausgebaut werden kann, dass die Löcher im Mobilfunknetz geschlossen werden können. Ich hoffe, dass bei dem Thema Dekarbonisierung, da wird Herr Professor Reithoff einiges dazu sagen, die Dinge so geordnet werden, dass unsere Firmen auch damit vernünftig zurechtkommen. Wenn immer gesagt wird, der Verkehr muss CO2 sein, die Wärme im Haushalt muss CO2-frei sein, die Stromerzeugung muss CO2-frei sein, kann ich nur sagen, das wird am Schluss nicht gehen. Wenn vieles CO2-neutral ist, haben wir viel erreicht. Erstens. Zweitens, wir sollten darauf schauen, dass die Themen, die wir hier zu bewältigen haben, durch Ingenieurleistung und technische Entwicklung gelöst werden können und nicht durch lautes Geschrei und nicht durch Steuererhöhungen. Und ich sage auch, da muss man aufpassen, staatlicherseits, dass man sich nicht zu sehr einmischt. Der Staat hat durchaus das Recht und die Pflicht, Ziele festzulegen. Der Staat soll nicht die Technologien festlegen, mit denen man die Ziele erreicht. Und der Staat soll auch nicht die Preise festlegen für bestimmte Dinge in diesem Bereich. Wozu das führt, hat man bisher gesehen beim Thema Energiewende. Das, was heute im Energiemarkt läuft, meine Damen und Herren, hat mit sozialer Marktwirtschaft nur noch zum Teil zu tun. Wenn Preise staatlich festgesetzt werden, wenn Mengen staatlich festgesetzt werden, wenn Produktionen laufen ohne Rücksicht auf den Kunden, ob der das Zeug überhaupt braucht oder nicht, wenn man Strom produziert, obwohl man ihn nicht speichern kann, wenn der dann irgendwo hingeblasen wird, dann ist das etwas, was ich eine wirtschaftliche Fehlentwicklung bezeichne, die bisher leider noch nicht aufgehoben ist und gelöst ist. Ich weiß, dass du diese Sorgen auch hast, aber ich spreche sie an, nicht um dir was Neues zu erzählen, sondern weil es die Sorgen der Wirtschaft sind bei uns. Der Strom, die Energie, ist ein zentrales Thema für unsere Produktion und bleibt es auch. Und wenn wir hier nicht aufpassen, meine Damen und Herren, schießen wir uns selber ins Knie. Und ich sage zum Schluss, ich habe das noch nicht eingesehen, wenn viele reden vom Europäischen Energieverbund, dass er bei uns Kohle- und Kernkraftwerke abschalten will und dafür dann, wenn es darauf ankommt, den Kernenergiestrom aus Frankreich bezieht und den Kohlestrom aus Polen. Ja. Wo die Kraftwerke die sicherer sind, die sichersten in Europa, in Deutschland stehen und diejenigen, die trotz CO2-Ausstoß am umweltfreundlichsten noch produzieren, auch bei uns sind, weil andere nicht so sehr darauf geachtet haben. Und ich sehe es auch noch nicht ganz ein, vielleicht kann mir das mal jemand erklären, wie das mit dem Emissionshandel ist, wenn wir CO2-Emissionen einsparen dürfen, das andere verbrauchen. Wo liegt die Logik? CO2 wird dadurch nicht weniger, aber ich will es nicht vertiefen, ich rede eh schon zu lange, ich habe ja meine Zeit überzogen. Meine Redezeit, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich wollte aber einige Vorgaben noch geben, weil das die Themen sind, die natürlich, glaube ich, alle interessieren. Und ich hoffe, dass ich Ihnen mit Ihren Vorstellungen den Rednern nicht zu nahe getreten bin. Ich höre jetzt auf und gebe Ihnen das Wort. Liebe Ilse, das Podium gehört dir. Danke. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Otto, meine sehr geehrten Damen, sehr geehrter Herr Reithofer, liebe Kollegen aus den Parlamenten, aus dem Kabinett, ehemalige und aktuelle, aber vor allem natürlich auch das Präsidium, die Präsidenten, alle, die heute gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen wieder sein darf. Und bedanke mich ausdrücklich für die freundliche Begrüßung auch in Vertretung
aber ich bin wie immer gern gekommen. Ich habe jetzt beim Herfahren mir überlegt, wie der Wirtschaftsbeirat den Termin gefunden hat, ob der das punktgenau eigentlich heute auf den Tag hinzirkeln wollte, dass ich heute das Ergebnis verkünden könnte. Die Sondierungen sind abgeschlossen, wir treten in Koalitionsverhandlungen ein. Wenn das die Planung gewesen ist, es war eine gute Planung, aber sie hat leider nicht ganz funktioniert, weil die Sondierungen, wie Sie alle mitbekommen haben, in dieser Nacht abgebrochen worden sind. Es ist nicht das gewünschte Ergebnis, weil es, glaube ich, auch fürs Land wichtig gewesen wäre, heute Ihnen das mitteilen zu können. Warum die FDP ausgestiegen ist aus dem Konzept, ist vielleicht der Wolfgang Heubisch, der das erklären kann, oder andere, die heute da sind. Ich weiß es nicht. Mir erschließt es sich nicht ganz. Ich werde es aber auch noch vielleicht im Detail Ihnen erklären, wie weit das wir gekommen sind in diesem Bereich. Ich sage Ihnen aber insgesamt, dass ich schon meine, dass das Ergebnis jetzt heute enttäuschend ist, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir auch eine stabile Regierung in Deutschland jetzt irgendwann wieder gebraucht hätten oder auch brauchen, meine Damen und Herren. Und ich kann Ihnen versichern, dass von unserer Seite definitiv niemand in die Gespräche gegangen ist mit dem Ziel, etwas scheitern zu lassen, sondern wirklich mit dem festen Willen, hier intensiv und ausgeprägt zu verhandeln, auch mit einer klaren Haltung. Auch das gehört natürlich dazu, dass man mit einer klaren Haltung hineingeht, natürlich auch nicht an seinen Grundsätzen rütteln kann, aber dass es natürlich auch, wie gesagt, wichtig ist, dass wir mitten in Europa schon auch eine stabile Regierung hier in Deutschland wieder brauchen, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, es ist auch noch einiger Gesprächsbedarf jetzt da und deshalb darf ich den Ministerpräsidenten ausdrücklich entschuldigen. Ich habe heute früh nicht nur in der Schalte, sondern vorher mit ihm auch noch mal telefoniert und soll noch die besten Grüße ausrichten. Aber es gibt natürlich einiges an Gesprächsbedarf. Ziemlich parallel dürfte jetzt die Fraktion tagen. Es gibt auch noch Gespräche mit der Bundeskanzlerin natürlich und auch mit der Landesgruppe. Aber er wäre bestimmt gerne gekommen, aber ich bin auch gerne gekommen. Meine Damen und Herren, das sage ich nicht einfach so dahin, sondern weil ich wirklich weiß, dass hier die geballte Kompetenz vorhanden ist von Unternehmerinnen, von Unternehmern, von Vertretern aus der Wirtschaft. Es ist aber auch das ordnungspolitische Gewissen, das hier da ist und mit einer unglaublichen wirtschaftlichen Gestaltungskraft gepaart ist. Und bei Ihnen sind es wirklich zwei Seiten, zwei Seiten einer Medaille, die Sie sozusagen zusammenführen. Sie sind aber nicht nur diese beiden Seiten, sondern Sie sind wirklich auch ein hervorragender Ratgeber für die Politik, die das unterstützt. Und natürlich, lieber Otto, wenn ich das ganz persönlich sagen darf, oder sehr geehrter Herr Präsident, lieber Otto, auch wirklich ein erfahrener Steuermann in jeder Hinsicht, nicht nur mein Vorgänger im Amt, der eine unglaubliche Erfahrung einbringt mit deinem Präsidium, sondern wirklich auch als hervorragender Partner zur Verfügung stellt. Und lieber Otto, ob ich jetzt alle deine Punkte, die du mir mitgegeben hast, jetzt noch abräume, ein paar versuche ich schon mal vorab zu ziehen, weil ich weiß, dass du immer ein paar Fragen an mich stellst. Aber ein paar Bemerkungen darf ich dazu auch machen. Ich fange jetzt mal mit dem Thema Europa an. In der Tat, deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir mitten in Europa sind und nicht irgendein Land sind, ohne, wie gesagt, das zu überhöhen. Aber wir sind halt mal das größte Land mitten in Europa, auch das wirtschaftsstärkste Land. Und man muss schon auch wissen, dass Europa für uns in der Zukunft nach wie vor extrem wichtig ist. Unser ganzer Export geht auch im Wesentlichen in Europa oder wird in Europa dargestellt. Aber es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass man schon ein bisschen auf die Landkarte schauen sollte und mal Europa vergleicht oder Deutschland vergleicht oder Bayern vergleicht mit der Welt. Und ich mache dann immer gern einen kleinen Vergleich. Auf einen Bayern kommen 115 Chinesen. Das ist eine ganz einfache Rechnung, nur mal mengenmäßig, nur größenmäßig. Und ich könnte noch ein paar andere sagen. Und natürlich auch die Zielsetzungen, lieber Otto, die du angesprochen hast, sind in der Tat eine Herausforderung. Aber ich sage durchaus auch zu Europa, dass man sich die Regeln, das kann ich zu 100% unterstreichen, die man sich gegeben hat, natürlich schon auch selbst einhalten sollte. Und ich war ja auch 5 Jahre lang viel in Brüssel unterwegs. Und mit Verlaub, was man im kleinsten Detail in der Landwirtschaft geregelt hat, ist manchmal
versteht nicht jeder sofort, was die Kommission anmahnt. Und wenn es dann um die großen Ziele geht, die Einhaltung der oberen Grenze dieser 3%, dann das eher politisch besetzt, da kann man in der Tat manchmal ein Fragezeichen dahinter machen. Ich glaube, da wäre mehr Stringenz und mehr Strenge notwendiger als wie bei dem kleinsten Detail in der Landwirtschaftspolitik, wenn Sie mich ganz persönlich fragen in diesem Bereich. Das Zweite ist, das hat auch Auswirkungen auf die gesamte Europäische Union und in der Tat ist das Thema Niedrigzins eines, das mich auch sehr bewegt, keine Frage. Aber das bewegt mich natürlich, weil jeder sieht, dass auf seinem Konto nicht die entsprechenden Zinsen ankommen. Aber das ist eben nur die eine Seite und lieber Otto, du hast das vollkommen zu Recht gesagt, das hat große Auswirkungen auf unser gesamtes Wirtschaftssystem. Und das Thema Banken ist da eines, das ich hier ansprechen will. In der Tat bin ich der festen Überzeugung, dass die Wettbewerbsfähigkeit, die Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft auch dadurch so stark geprägt ist, weil eben nicht nur kapitalmarktgetrieben, sondern weil gerade viele mittelständische Unternehmen auch langfristige Investitionen planen, auch über die Kreditfinanzierung und dass das auch ganz wesentlich zur Stabilität unseres Wirtschaftsraumes beigetragen hat. Und deshalb habe ich ein großes Interesse, dass die Bankenlandschaft, die bei uns so besteht, auch in Zukunft weiter besteht. Und deshalb ist die Niedrigzinsphase auf Dauer auch gerade in diesem Hinblick extrem schwer. Ich bin ja schon froh, wenn leichte Zeichen kommen, das Aufkaufprogramm langsam herunterzufahren und man vielleicht die leichte Hoffnung haben kann, dass das einleitet eine langsame Trendwende. Es wäre gut für unser Land, kann ich Ihnen nur sagen. Aber es ist nicht nur da in diesem Bereich wichtig für die Mittelstandsfinanzierung, sondern es zeigt natürlich auch Nebenwirkungen, wenn ich nur mal das Thema Pensionen bzw. Betriebsrenten ansprechen darf, was viele mittelständische Firmen mittlerweile auch deutlich herausfordert. Das sind nur ein paar Punkte, auf die ich noch kurz vorher eingehen wollte, weil du an mich diese Frage gestellt hast. Ich will aber gerne natürlich auch etwas dazu sagen über die Berliner Auswirkungen oder nochmal über die Verhandlungen oder über die abgebrochenen Verhandlungen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Thema einer Minderheitenregierung wirklich die Lösung der Probleme ist. Ich würde sagen, nein. Meine Damen und Herren, wie gesagt, wir sind kein irgendein Land in Europa und es stehen immer wieder Entscheidungen an, die auch getroffen werden sollen. Und mit wechselnden Mehrheiten, dazu noch mit einem Bundesrat, der auch nicht ganz einfach ist, ist das alles andere als verlässlich. Und das sage ich insbesondere, weil viele Entscheidungen sowohl national als auch international anstehen. Und ich meine, dass dann schon Verlässlichkeit hier auch ein wichtiger Punkt ist in diesem Bereich. Ich kann nur sagen, wir haben im Moment eine amtierende Regierung oder geschäftsführende Regierung. Und mit Verlaub, mir ist es ehrlich gesagt eher noch lieber, wenn die noch sozusagen erstmal geschäftsführend im Land bleibt, im Amt bleibt, bevor ich eine wackelige Minderheitenregierung habe. In der Verbindung will ich aber auch ganz deutlich die Adresse an die SPD richten oder das Wort an die SPD richten. Wir werden hier meines Erachtens zwingend nochmal ein ernsthaftes Angebot an die SPD auch machen. Sie können mir glauben, das ist jetzt aus wirtschaftspolitischer Sicht nicht unbedingt mein größter Herzenswunsch. Also auch die jetzige Koalitionsregierung war in der Tat nicht einfach. Es ist oft viel mehr ums Verteilen gegangen als um wirtschaftspolitische Weichenstellungen. Aber es ginge halt jetzt auch um die Frage einer staatspolitischen Verantwortung, die wir hier sehen müssen. Und meine Damen und Herren, ich kann nur sagen, dass sich die zweitstärkste Kraft im Deutschen Bundestag so einfach sich hier verweigert, halte ich auch für eine falsche Entscheidung. Ich kann nur sagen, Union, die Grünen und auch die FDP, wir haben es wenigstens versucht. Und die SPD hat es nicht einmal versucht. Das sagt schon auch einiges. Und deshalb glaube ich, dass man wirklich unverantwortlich handelt, wenn man jetzt das parteiliche Interesse so stark über die nationalen Belange stellt. Meine Damen und Herren, jetzt sich zurückzuziehen, weil eine schwache Leistung sozusagen oder ein Ergebnis da gewesen ist und von der Tribüne kluge Kommentare in die Politik einzustreuen, ist noch keine staatspolitische Verantwortung. Ich kann nur sagen, ich fordere die SPD hier auf, sich auch der staatspolitischen Verantwortung zu stellen. Wenn es dann nicht so ist, dann läuft am Ende alles auf Neuwahlen hinaus. Aber auch dazu, meine Damen und Herren, man kann nicht so lange wählen, bis einem das Ergebnis gefällt.
Das gehört leider auch zur Antwort. Und das müssen auch diejenigen wissen, die jetzt die Verhandlungen unterbrochen haben oder scheitern haben lassen, je nachdem, wie man es dementsprechend will. Ich weiß noch nicht konkret, warum. Also zumindest ist mir noch keine konkrete Antwort gewesen, warum es gescheitert ist. Ich kann nur sagen, von Seiten der CSU waren die Kernpunkte durchgesetzt und geklärt. Wir waren sozusagen praktisch durch in vielen Bereichen. Und ich will es an ein paar Punkten Ihnen einfach darstellen und ausführen, wo wir hier stehen. Es waren im Wesentlichen drei Punkte, die ich hier anführen will, die, wie manche gesagt haben, die Knackpunkte gewesen sind oder im Hauptfokus gewesen sind. Das eine war natürlich das Thema die innere Sicherheit bzw. die Flüchtlingsfrage. Und die Einigung, meine Damen und Herren, zwischen CDU und CSU, will ich ausdrücklich sagen, kam spät. Vielleicht auch zu spät, will ich ausdrücklich sagen, aber sie kam dann rechtzeitig für die Sondierungsverhandlungen und auch hätten dann für die Koalitionsverhandlungen gehalten. Und ich glaube, man muss sagen, als alle Parteien sich einig waren, insbesondere auch die Verhandlungen, dass sich das Jahr 2015 oder 2016 nicht wiederholen darf und auch nicht wiederholen kann, meine Damen und Herren. Und deshalb waren wir uns auch hier schon einig mit einer Beschränkung des Zuzugs auf 200.000 Menschen. Wir sind hier hart geblieben in diesem Fall und das ist übrigens auch keine willkürliche Zahl, die wir gesetzt haben, sondern wir haben einfach einen Maßstab gesetzt für die Kapazitäten, die uns zur Verfügung stehen. Und das kann ich in ein paar Punkten einfach nur zusammenfassen. Wie viele Menschen können wir eigentlich in den Arbeitsmarkt integrieren? Und wie viele Menschen können wir in Krippen, in Kindertagesstätten oder auch in den Schulen aufnehmen? Und nicht zuletzt, wie viele Menschen können wir überhaupt einen Wohnraum bieten? Das sind ein paar Punkte, meine Damen und Herren, die beweisen, wir können einfach nicht beliebig Menschen bei uns im Land aufnehmen. Und deshalb ist das Thema Familiennachzug auch ein entscheidendes Thema gewesen. Und wir haben bis zum Frühjahr 2018 übrigens den Familiennachzug für die sogenannten subsidiär geschützten Flüchtlinge ausgesetzt. Lieber Johannes, du in der Staatssekretär im Sozialministerium weißt, wovon du da redest. Meine Damen und Herren, das ist etwas, was ausläuft. Das muss man auch wissen im März 2018. Auch zu viel zur Frage, ob eine Regierung zustande kommt oder nicht zustande kommt. Diese Regelung läuft aus und wir haben hier in diesem Bereich, meine Damen und Herren, ein wesentliches Handlungsfeld. Und es gibt sehr unterschiedliche Zahlen, die hier immer aufgestellt werden. Tatsache ist, was man jetzt messen kann, ist, dass 100 Syrer und Iraker schon ihre Familien nachgeholt haben. Allerdings stehen noch viele vor der Tür oder sind noch gar nicht in die Auslandsvertretungen reingekommen. Und man geht von Schätzungszahlen allein in diesem Bereich von 100 bis 200.000 Menschen aus. Das ist nicht irgendetwas. Und meine Damen und Herren, deshalb war es uns eben auch wichtig, dieses zu beschränken, und zwar inklusive des Familiennachzuges, natürlich auch mit Härtefallregelungen, das gehört auch immer dazu. Und ich kann nur sagen, bei allem menschlichen Leid, es ist einfach schlicht und ergreifend ein Mengenproblem, auch für unser Land. Und die Möglichkeiten zur Integration reichen sonst irgendwann nicht mehr aus. Und der Rechtsstaat muss hier einfach auch konsequent durchgreifen. Wir erleichtern die Integration derer, die bei uns einen Rechtsanspruch haben, hier zu bleiben, auch dann, wenn wir diejenigen schlicht und ergreifend, die keinen Anspruch mehr haben, wieder nach Hause schicken können. Meine Damen und Herren, um da noch etwas vorher zu gehen, wir brauchen da natürlich schon etwas mehr, nämlich die sogenannten Entscheidungs- und Rückführungszentren. Um hier auch die Kontrolle zu behalten, brauchen wir eine Definition des erweiterten Kreises der sicheren Herkunftsländer. Und um die Kontrolle zu behalten, ist es auch notwendig, dass wir die Binnengrenzen schützen, solange eben an den EU-Außengrenzen es noch nicht so funktioniert, wie wir uns das alle vorstellen. Und meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, wir haben das Thema zum Beispiel der sicheren Herkunftsländer auch gemeinsam mit den Grünen schon verabredet. Und auch die 200.000er-Grenze war mit den Grünen schon verabredet. Das heißt, wir waren hier in den wesentlichen Punkten letztendlich schon einig und deshalb wäre das ein wichtiger Schritt gewesen, auch im Sinne von Begrenzung in diesem Bereich. Meine Damen und Herren, für die FDP stand
eines im Vordergrund, das will ich jetzt auch noch mal sagen, das ist das Thema Solidaritätszuschlag oder Steuern insgesamt auf der To-Do-Liste. Wir von unserer Seite waren da mit Sicherheit ganz nahe bei Ihnen dabei und werden uns da auch schnell einig gewesen. Wir haben aber auch hier meines Erachtens einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht, nämlich bei der Auflösung oder bei der Abgabe des Solidaritätszuschlags oder den abzuschaffen, hat man auch einen Kompromiss gefunden. Das ist auch sinnvoll. Fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung darf man meines Erachtens darüber auch reden, dass es hier eine Veränderung gegeben hat. Und 3 von 4 Soli-Zahlern wären von der Abschaffung des Solis oder hätten von der Abschaffung des Solis nach dem Kompromiss auch profitiert. Nun gut, für uns war und ist es nach wie vor wichtig, dass eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger hier auch weiter vorangetrieben wird, unabhängig von der Höhe des Einkommens. Und dafür werden wir auch in Zukunft stehen, genauso wie bei einer Steuerreform, meine Damen und Herren, weitere Entlastungen durchzuführen. Allein beim Tarif haben wir auch hier einen Konsens erzielt, bei den mittleren und kleinen Einkommen auch eine Steuerreform voranzubringen. Auch das wäre ein Punkt gewesen. Ich kann nur sagen, es hätte zu einer Entlastung geführt. Und das wäre auch wichtig gewesen im Gesamtkonzept, das wir vorgesehen haben. Es ist meines Erachtens auch an der Zeit, bleibe ich nach wie vor dabei, bei sprudelnden Steuerquellen, dass man den Menschen, die Steuern zahlen, auch etwas wieder zurückgibt. Aber weil auch schon der Blick über den Atlantik sozusagen angesprochen wurde, lieber Otto, von dir. In der Tat, auch aus diesem Blickwinkel ist es wichtig, dass man hier Fortschritte erzielt. Hier geht es schon um ganz andere Weichenstellungen. Trump geht eher Richtung Unternehmenssteuerreform. Ich will jetzt hier keinen Wettlauf um Steuerdumping. Das will ich nicht. Aber was für uns schon auch wichtig ist in diesem Konzept gewesen, dass wir eben keine Erhöhung der Erbschaftssteuer und keine Vermögensteuereinführung überhaupt auf den Weg gebracht haben. Meine Damen und Herren, auch da hätte es Konsens gegeben in diesem wichtigen Punkt. Keine Substanzsteuern, was für unsere Wirtschaft schädlich gewesen wäre. Meine Damen und Herren, das wären Punkte gewesen, die auch für unser Land meines Erachtens gut gewesen wären. Und damit bin ich dann bei den Grünen. Das waren eigentlich die 3 Punkte. Also Sie haben schon gemerkt, das eine, was uns ganz besonders wichtig gewesen ist, der FDP. Und jetzt komme ich zu den Grünen, die natürlich das Thema Klimapolitik ganz an oberste Stelle gestellt haben. Herr Reithofer, Sie werden mit Sicherheit da noch vieles dazu sagen. Aber eines, glaube ich, da brauchen wir uns gegenseitig nicht zureden. Das Aus des Verbrennungsmotors einfach an einem Datum festzumachen, war mit uns nicht zu machen. Definitiv nicht zu machen. Ich kann nur sagen, den Ast, auf dem man sitzt, einfach abzusägen, willkürlich abzusägen, ist nicht in unserem Interesse. Und deshalb haben wir immer ein klares Bekenntnis auch zum Automobilstandort Bayern abgelegt. Und ich kann dir, Otto, nur zustimmen. Wir wollen natürlich umweltfreundlicher werden. Natürlich. Das ist für uns selbstverständlich, ist eine Frage, die uns sozusagen auch wir selber immer auf die Fahne geschrieben haben, auch die Wirtschaft. Wir wollen eben aber die Umsetzung mit Forschung und Entwicklung, mit Technologieoffenheit, die wir gehen. Und wir wollen natürlich auch neue Ideen, was den Verkehr betrifft, weiter gemeinsam gehen. Wir brauchen Mobilität, die effizienter natürlich ist, die in der Zukunft auch elektrisch sein wird und natürlich auch digitalisiert. Aber, und das ist das Entscheidende, wir wollen nicht mit Verboten arbeiten, meine Damen und Herren. Das bleibt unsere Linie auch in Zukunft. Meine Damen und Herren, im zweiten Teil des Klimapolitik war von den Grünen gefordert, das Aus von mindestens 20 Kohlekraftwerken in Deutschland. Klimapolitisch kann man das nachvollziehen. Und Otto, du hast es auch schon angesprochen, aber man muss natürlich dazu auch noch sagen, was sich seit den Beschlüssen geändert hat. Da gab es einen Atomausstieg dazwischen und deswegen werden wir 2021/22 einen gewaltigen Schritt machen, der auf der anderen Seite natürlich Emissionen, CO2-Emissionen eher in die andere Richtung getrieben hat. Und deshalb, meine Damen und Herren, war es schon auch wichtig, dass man hier einen gemeinsamen Kompromiss auch gefunden hat mit den Grünen oder gefunden hätte, was ein Zieldreieck betrifft. Auf der einen Seite die Klima, auf der anderen Seite aber bitte auch die Versorgungssicherheit und nicht zuletzt auch die Bezahlbarkeit. Dieses Zieldreieck war für mich und war für uns immer sehr, sehr wichtig. Und die Versorgungssicherheit für unsere Wirtschaft
ist wir ein Industrieland und in der Tat mit 24%, ich weiß sogar 27%, da können wir uns noch streiten, aber auf alle Fälle ein Industrieland sind wir, ist die Versorgungssicherheit natürlich ein zentrales Thema. Und meine Damen und Herren, in der Tat kann man die Frage stellen, also wir exportieren Energie, das ist richtig, aber nicht rund um die Uhr und nicht zu jeder Tageszeit und nicht zu jeder Jahreszeit besonders. Und deshalb ist für mich schon die Versorgungssicherheit rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr zu gewährleisten. Und ich kann auch keine Sinnhaftigkeit darin erkennen, dass wir dann im Zweifelsfall schmutzigen Strom oder noch schmutzigeren Kohlestrom aus anderen Ländern oder gar Atomenergie einkaufen, um die Versorgungssicherheit in unserem Land sicherzustellen. Und noch schlimmer ist, meine Damen und Herren, wenn es bei uns mal, so wie heute, kein Licht, fast kein Licht ist und auch kein Wind, dann ist ja nicht unbedingt zu 100% sicher, dass wir überall und jederzeit auch den Strom einkaufen können. Und deshalb, meine Damen und Herren, Versorgungssicherheit ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das zweite Thema, Bezahlbarkeit, da könnte man schon einen ganzen Vortrag allein erhalten. Ja, Bezahlbarkeit ist wichtig. Und deshalb bin ich auch der festen Überzeugung, dass das EEG in der jetzigen Form überarbeitet werden muss. Es war ein Anschubinstrument, um eine Markttechnologie einzuführen. Und ich kann dir nur recht geben, lieber Otto, das, was hier sozusagen konstruiert wurde, ist nicht wirklich mit den marktwirtschaftlichen Grundsätzen zu 100% vereinbar. Sage ich jetzt mal etwas suffisant. In der Tat haben wir etwas mehr Markt ins System gebracht und die Ausschreibungen zeigen ja, wie viel Puffer das da letztendlich drin war, wenn man die Ausschreibungen sieht. Aber das ist nur die eine Wahrheit. Die zweite Wahrheit ist natürlich, dass Marktanreize bisher fehlen und dass die Frage, wann wo Strom produziert wird, nicht wirklich sich an marktwirtschaftlichen Kriterien orientieren. Und noch schlimmer ist das Paradoxon, dass je billiger die Börsenstrompreise sind, je höher die EEG-Umlage. Und deshalb, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen nur sagen, wir brauchen hier mehr Markt im System. Das ist die erste Forderung. Wir brauchen zweitens Planbarkeit der Strompreise. Es ist nicht nur die Höhe, sondern auch die Planbarkeit für die Wirtschaft entscheidend, was ist in 10 oder 15 Jahren mit den Strompreisen. Und nicht zuletzt, wir brauchen auch eine Berücksichtigung der Netzsituation, weil es keinen Sinn macht, Strom zu produzieren und ihn dann wegzuschmeißen, abzuregeln und vielleicht noch teuer woanders bezahlen zu lassen. Meine Damen und Herren, wir brauchen uns da insgesamt in Bayern aber auch nichts vormachen lassen. Wir haben erst letzte Woche die Bilanz gehabt, dass wir in Bayern übrigens beim Ausbau der erneuerbaren Energien sehr gut vorankommen. Wir haben sogar mittlerweile mehr erneuerbare Energien als Atomkraftwerk Strom produziert. Aber, meine Damen und Herren, wir wissen auch, dass dieser Frage Grenzen gesetzt sind und das sind schlicht und ergreifend die Grenzen der Vernunft, die wir hier auch sehen müssen. Meine Damen und Herren, das waren nur drei Punkte, das waren die drei großen Topics sozusagen in Berlin, um die verhandelt wurde, wo man weit gekommen ist. Sie waren wirklich gut vorangekommen, es war auch ein hartes Ringen, das hat man ja verfolgen können, über viele Stunden und ich kann nur sagen, die verhandelt haben, haben gut verhandelt. Der Ausstieg in der Tat kam auch für uns etwas unvermittelt und ich kann nur sagen, das ist eine in der Tat schwierige Situation, die wir in Berlin vorgefunden haben. Und deshalb nochmal eingangs, ich rufe jetzt alle an, auf insbesondere die SPD, hier an den Verhandlungstisch zu kommen. Meine Damen und Herren, wir brauchen bald wieder eine stabile Regierung in der Bundesrepublik Deutschland. Und weil es von wegen Stabilität will ich natürlich gerne der Aufforderung nachkommen, die Otto Wieser mir gesagt hat, ich hätte ein bisschen für Wirbel gesorgt. Also, das mache ich jetzt mal ganz kurz. Meine Damen und Herren, ich habe interne Gedanken gehabt und die darf man, glaube ich, als Bezirksvorsitzende eines großen Bezirksverbandes auch haben. Ich habe mich auf etwas bezogen, was bei uns in der Satzung steht, nämlich eine Mitgliederbefragung. Das ist übrigens nicht dasselbe, wie in Baden-Württemberg war, das war eine Urwahl. Und die dauert in der Tat über Monate. Eine Mitgliederbefragung ist bei uns eingeführt, die dauert 3 Wochen. Und ich kann Ihnen nur sagen, es hat nichts mit meinen persönlichen Befindlichkeiten zu tun und auch nicht, um irgendjemanden zu verhindern, sondern man kann vielleicht auch mal die Frage stellen, wie man eine schwierige Frage auflöst. Und wir haben schon andere schwierige Fragen, ohne das jetzt eins zu eins vergleichen zu können, die auch für große Wallungen gesorgt haben im Land. Ich sage das Stichwort Nichtraucherschutz, vielleicht kann sich da jemand noch daran erinnern.
Das hat nicht nur Parteien gespalten oder die Parteien untereinander gespalten, das, glaube ich, ist bis in die Familien heiß diskutiert worden. Ganze Ortschaften sind daran, haben darüber gestritten und dann wurde demokratisch entschieden und ich kann mich irgendwie oder ich kann feststellen, dass seitdem das Thema kein Thema mehr ist. Und das waren, wie gesagt, interne Gedanken, dass sie früher rausgekommen sind, war nicht mein Plan. Und tut mir leid, wenn ich jetzt für Wallung gesorgt habe, aber ich kann nur sagen, wir werden diese Woche, und lieber Johannes, wir haben das im Präsidium heute auch in der Schalte diskutiert, diese Fragen verantwortungsvoll auch für unser Land meines Erachtens lösen müssen. Ich bin dazu bereit, einen konstruktiven Beitrag zu leisten, da können Sie sich drauf verlassen. Ja, und wenn wir jetzt schon in Bayern sind, natürlich wird in der Tat die Wirtschaftspolitik auch in Bayern gestaltet, auch unter meiner Verantwortung. Und ich weiß, dass ich da in der Tat in einer großen Tradition stehe und dass sich das Land so gut entwickelt hat, nicht nur jetzt, sondern auch in den letzten 50, 60 Jahren, kann man an vielen Bilanzen auch sehen. Und das ist eine große Freude. Wir haben hier ein famoses Fundament. Bayern ist wirklich, passt, glaube ich, zum Wappen, löwenstark, kann man wirklich sagen. Und nie war die Lage besser in Bayern als wie im Moment. Der Export, ein Erfolg, jagt sozusagen den nächsten. Das Wachstum ist immer besser als im Bundesdurchschnitt. Die Wirtschaft, und geht's gut, und der Wohlstand kommt, meine Damen und Herren, auch bei den Menschen an. Und das kann man schon an einer Zahl sehen, nämlich die Arbeitslosigkeit. Ich kann mich noch an andere Zeiten erinnern und Sie wahrscheinlich auch und der Otto ganz besonders, weil der hat noch ganz andere Zeiten miterlebt in seiner Zeit als Wirtschaftsminister. Meine Damen und Herren, 2,9% Arbeitslosigkeit. Das ist laut Definition Vollbeschäftigung. Und es gibt nicht wenige Landkreise, die haben sogar ein 1 vor dem Komma. Wann hat man sowas schon einmal gehabt? Und deswegen kann man sagen, die Menschen in Bayern haben die allerbesten Chancen. Und das ist, meine Damen und Herren, auch Ihr Verdienst. Ihr Verdienst als Unternehmerinnen und Unternehmer, Ihr Verdienst als bayerische Wirtschaft und dafür einfach mal ein herzliches Dankeschön dafür. Und weil die Wirtschaft so gut läuft, können wir auch erneut einen Rekordhaushalt in Bayern vorlegen. Das wird die früheren Finanzminister, lieber Kurt Faltelhauser, lieber Georg von Wallenfels, ganz besonders freuen. Und natürlich auch frühere Kabinettsmitglieder. Lieber Ottmar, auch dich, meine Damen und Herren, wir machen keine Schulden in Bayern mehr. Seit 12 Jahren. Und wir investieren fast 60 Milliarden, kann man sozusagen, in die Zukunft. Und wir haben hier ganz klare Grundsätze. Personalausgaben sind hier stabil, die Zinsausgaben gehen runter und die Investitionsquote geht rauf. Das ist Zukunftspolitik und ich kann Ihnen nur sagen, wir zahlen auch Schulden zurück. Und seit wir das beschlossen haben, 6,5 Milliarden Euro an Altschulden, die wir zurückzahlen. Wo finden Sie das in der Bundesrepublik Deutschland sonst? Es gibt es sonst nicht in diesem Ausmaß. Da darf es ruhig nicht. Aber der Wirtschaftsbeirat, lieber Otto und lieber Herr Dr. Schachtner, wäre nicht der Wirtschaftsbeirat, wenn er nicht dann zu Recht auch immer wieder darauf hinweist, dass man trotzdem Fehlentwicklungen korrigieren muss, Risiken vorbeugen muss und auch den Wandel gestalten muss in vielen Bereichen. Und man weiß sehr wohl, dass der Erfolg von heute alles andere ist als der Garant von morgen automatisch. Es steht in der Tat nicht in der Bayerischen Verfassung oder im Grundgesetz, dass es immer hier in diesem Bereich weitergeht. Und deshalb müssen wir investieren, in der Tat, in der gesamten Breite. Wir müssen investieren natürlich in die klassische Infrastruktur, in Verkehrsprojekte. Hier kann ich nur beispielhaft die zweite Stammstrecke ansprechen oder die Zulaufstrecke vom Brenner Basistunnel oder auch die Investitionen bis hin in die Ladeinfrastruktur. Auch das gehört dazu. Wir brauchen Investitionen im bezahlbaren Wohnraum. Meine Damen und Herren, das ist mittlerweile einer der Engpässe, die wir auch bei uns im Freistaat Bayern haben. Und deshalb investiert der Freistaat Bayern in den Wohnungspakt Bayern bis 2019 2,6 Milliarden Euro in den Wohnungsbau, um preisgünstigen Wohnraum auch zur Verfügung zu stellen. Das ist gerade für unsere Ballungszentren ein ganz
essentielles Thema, meine Damen und Herren. Aber wir dürfen auch den Wohnungsbau nicht behindern. Und deshalb halte ich ehrlich gesagt nichts von einer verschärften Mietpreisbremse, weil das das Problem nicht löst. Gegen das Problem der Wohnungsnot hilft nur eines: Bauen, bauen, bauen. Das ist Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Und das geht vor allem Richtung junge Familien auch ganz essentiell. Deshalb war uns auch wichtig und ist uns wichtig, dass wir das Baukindergeld wollen, um auch Eigentum zu schaffen in diesem Bereich. Und wir wollen natürlich auch den Erwerb nicht zusätzlich behindern. Ich sage jetzt nur, das Thema Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer ist ein wichtiges Thema. Und in diesem Zusammenhang muss man schon darauf hinweisen, dass gerade Bayern eines der Länder gemeinsam ist mit Sachsen, die überhaupt bei der Grunderwerbsteuer nicht gedreht haben. Wir sind noch bei 3,5% und es gibt Spitzenwerte von 6,5%. Und das macht schon gleich mal einen Kleinwagen oder einen mittleren Wagen aus, ob Sie in Bayern sind oder in einem anderen Bundesland, wo Sie 6,5% zahlen müssen. Und deshalb, meine Damen und Herren, mit anderen Worten, Häuslebauer und junge Familien sind schlicht und ergreifend in Bayern besser aufgehoben. Das nächste Thema geht immer wieder um ein Megathema, das Thema Digitalisierung. Das ist auch eine Investition in die Zukunft. Und in der Tat, Otto, da nehme ich gerne die Lorbeeren an, auch im Namen der gesamten Staatsregierung. Das hören wir gerne, aber es ist auch wichtig und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, auch bis hin zum Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft, lieber Fred Gafferl, weil auch da viele Impulse gekommen sind. Es ist aber auch wirklich eines der Zukunftsthemen, wo es um neue Geschäftsmodelle geht, wo es um Prozess- und Wertschöpfungsketten geht, in der gesamten Breite, bis hin natürlich auch im Handwerksbereich, das will ich ausdrücklich hier benennen. Ich will aber auch ganz klar sagen, ich habe da Ziele. Ich will, dass letztendlich Bayern das am besten vernetzte Land ist in der Bundesrepublik Deutschland. Ich will auch, dass das bayerische Auto, dass es ein bayerisches Auto ist, dass als erstes vernetzt und automun fährt, aber dass man auch kaufen kann und nicht nur ein Testbetrieb ist. Ich will, dass es ein bayerisches Auto ist, Herr Reithofer. Und ich will auch, dass die digitalen Fabriken der Zukunft weiß-blau sind. Das sind ein paar Themen, die wir als Herausforderung annehmen, aber natürlich auch mit voller Kraft von Bayern aus unterstützen. Wir sehen in der Digitalisierung eben auch eine große Chance, natürlich auch eine Herausforderung, aber vor allem eine ganz große Chance für unser Land. Und ich kann nur sagen, Technologiefeindlichkeit ist hier fehl am Platz. Das ist ein Wachstumshemmnis und deshalb werden wir hier auch weiterarbeiten. Und jeder, selbst auch Sie, wissen doch über die Vorteile der Digitalisierung. Jeder von Ihnen, da bin ich mir sicher, ist Nutzerin oder Nutzer der Digitalisierung mittlerweile in dem ganz persönlichen Bereich. Es bietet auch unglaublich viel Flexibilität bis hin, wo erledige ich meine Arbeiten. Und ich kann auch sagen, bei der Frage der Arbeitszeiten kann ich nur unterschreiben, wir brauchen auch hier mehr Flexibilität in diesem Bereich, mehr Spielraum. Und das nicht nur im Interesse der Arbeitgeber, sondern auch im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Flexibilität auch wollen, meine Damen und Herren. Und nicht zuletzt geht es natürlich in der Digitalisierung um die gesamte Breite, nicht nur die große Industrie und die große Wirtschaft, die das kann, sondern es geht vor allem auch um die Mitnahme unserer mittelständischen Betriebe. Es war mir ein großes Anliegen, hier einen Digitalbonus auf den Weg zu bringen, um die mittelständischen Betriebe zu unterstützen bei der Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen, die sie nach vorne bringen, bis hin zur IT-Sicherheit. Und ich kann nur sagen, die Nachfrage ist unglaublich. Wir haben bereits 3.000 Anträge in diesem Bereich. Das Geld war schnell weg. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen, dass wir einen ordentlichen Nachschlag auch bekommen haben. 100 Millionen, 20 waren vorgesehen für dieses Jahr und 100 Millionen haben wir einen Nachschlag für dieses und nächstes Jahr. Meine Damen und Herren, das ist in der Tat einzigartig und gibt es in der Bundesrepublik Deutschland sonst nicht mehr. Und wir arbeiten weiter in diesem Bereich, natürlich mit den Masterplan 1 und 2. Der zweite ist auf den Weg. Es geht um die digitale Bildung. Wir wollen ein digitales Klassenzimmer. Da ist die Grundlage, die gelegt ist. Wir brauchen eine Infrastruktur, natürlich vom Breitband, wo das Ziel klar ist, digitales
Glasfaser bis zum Jahr 2025 in jedem Haus. Wir wollen aber natürlich die Mobilfunklöcher auch schließen. Ich weiß, dass es von vielen ein Anliegen ist und ich kann sagen, letzte Woche haben wir mit allen drei Betreibern einen Pakt geschlossen, dass bis 2020 ordentlich zugebaut wird. Ich will Sie jetzt da nicht mit Zahlen sozusagen traktieren und die weißen Flecken, die nicht ausgeleuchtet werden sollen, wollen wir mit einem Sonderförderprogramm voranbringen. Ich will, dass die Flecken, die weißen Flecken in Bayern verschwinden, meine Damen und Herren. Und nicht zuletzt geht es natürlich in Know-how, es geht um Schlüsseltechnologien, die wir unterstützen, von der künstlichen Intelligenz bis zur additiven Fertigung, von der Robotik bis zum autonomen Fahren. Es geht um die Gründerförderung, die auch exemplarisch bei uns hervorragend ist. Im ganzen Land 21 Standorte von 11 Gründerzentren, die wirklich unsere mittelständische Wirtschaft zusammenbringt mit den Gründerzentren. Alles in allem, meine Damen und Herren, ein Paket von 5,5 Milliarden Euro, die der Freistaat Bayern in die Digitalisierung unserer Wirtschaft und unseres Landes einsetzt. 5,5 Milliarden Euro. Bits, Bytes und Bayern, das ist der Dreiklang, den wir hier haben, meine Damen und Herren. Und nicht zuletzt, das will ich noch ansprechen, um das alles umzusetzen, brauchen wir natürlich auch die Menschen, die es umsetzen können. Deshalb ist das Thema der Aus- und Fortbildung für mich auch ein ganz zentrales Thema. Und das ist auf der gesamten Breite. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir im Bereich der beruflichen Bildung einen Pakt schließen konnten mit den Kammern, sehr geehrter Herr Präsident Peter Anderl, und natürlich auch mit der IHK gemeinsam, dass wir hier einen Pakt für berufliche Bildung auch mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft schließen konnten, dass wir investieren auch in die digitalisierte Ausbildung von der beruflichen Bildung. Und auch hier nur eine Zahl, meine Damen und Herren, wir setzen im nächsten Jahr 10 Millionen ein. Wir setzen nächstes Jahr so viel Geld ein wie alle anderen 15 Bundesländer gemeinsam im Bereich der digitalen Ausbildung unserer Menschen. Das ist auch ein Commitment, weil, wie Sie wissen, wir genau in diesem Bereich auch den größten Bedarf in der Zukunft haben. Und das will ich abschließend auch noch sagen. Ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam eine Kampagne auf den Weg gebracht haben, die Elternstolz heißt, um für die berufliche Qualifikation auch zu werben, weil wir wissen, dass wir hier den größten Bedarf haben. Und ich bin sehr froh, dass wir hier eine Trendwende erreichen konnten, dass mittlerweile wieder mehr sich für die berufliche Qualifikation entscheiden. Auch das ist neben der mittelständischen Struktur ein ganz wesentlicher Punkt, warum unsere Wirtschaft so stark ist. Und deshalb werden wir auch dieses fortsetzen, meine Damen und Herren. Nicht zuletzt, in der Tat, unser Wohlstand hängt auch am Export. Und deshalb nur noch zwei, drei Sätze zur Frage der Internationalisierung. Ja, ein klares Bekenntnis zum globalen Handel. Und ich sehe es natürlich mit großer Sorge, wenn gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika hier eine Umkehr dessen ist. Aber ich will ausdrücklich sagen, der Präsident ist das eine, aber es gibt viele, viele Kräfte in den Vereinigten Staaten von Amerika, die das durchaus etwas differenzierter sehen. Und deswegen will ich ausdrücklich ein Bekenntnis ablegen zu unserem größten Handelspartner, zu Amerika. Und ich lege auch Wert darauf, dass der Freistaat Bayern hier nach wie vor gute Kontakte hat und in der Zukunft auch haben muss, meine Damen und Herren. Das ist mir sehr wichtig. Und dass wir dafür sorgen, dass Wirtschaft weiterläuft, hat viel mit Export zu tun. Da übernehme ich viel von den Vorarbeiten, lieber Otto, die du geleistet hast mit Internationalisierung, Messebeteiligung, Auslandsreisen in einer vielfältigsten Art und Weise. All das trägt dazu bei, dass unser Wirtschaftsstandort sich gut entwickelt hat, aber auch in Zukunft gut entwickeln wird. Und das sage ich ganz besonders im Jahr 2017, wo es zwei markante Geburtstage oder Jahrestage gegeben hat, den 120. Geburtstag von Ludwig Erhard und auch seinen 40. Todestag, aber auch den 60. Jahrestag seines Buches Wohlstand für alles. Meine Damen und Herren, ich kann immer nur sagen, die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft sind heute genauso gültig wie vor 60 Jahren. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es sich auf dieses zu konzentrieren die beste Art und Weise der Wirtschaftspolitik ist. Meine Unterstützung dafür haben Sie. Und ich glaube, wir können gemeinsam das Beste für unseren Freistaat Bayern herausholen, wenn wir alle zusammenhalten.
wenn wir die Wirtschaft weiterentwickeln, wenn wir Vertrauen haben in unsere Unternehmen und sie nicht gängeln und wenn wir ein Zutrauen in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Das gemeinsam bringt uns voran und dafür werde ich auch Sorge tragen. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Ilse, vielen Dank für diese Informationen und Ausführungen und vielen Dank, dass du auf aktuelle Themen und Probleme eingegangen bist. Ich glaube, das ist für alle Zuhörer hier von großem Interesse. Dann darf ich bitten, ich habe mir gerade gesagt, er ist kein Professor, also jetzt kann ich kurz erklären, warum ich da eigentlich falsche Anrede gemacht habe. Wir saßen ungefähr 8 Jahre lang im Hochschulrat der TU München gemeinsam und ich war immer der Meinung, alle, die da drin sind, sind außer mir alle Professoren. Aber bitteschön, Herr Reithofer, Sie haben das Wort. So schnell geht es manchmal ehrenhalber, gell? Sehr geehrte stellvertretende Ministerpräsidentin, liebe Frau Aigner, sehr geehrter Herr Wiesel, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, heute bei Ihnen zu sein. Für mich ist es ein Zeichen gegenseitiger Achtung, dass wir uns in diesem Rahmen austauschen. Vor allen Dingen natürlich auch, Frau Aigner, Sie vertreten unsere bayerische Heimat mit Ihrer politischen Gestaltungskraft und wirtschaftlichen Kompetenz. Und mich, meine Damen und Herren, haben Sie als amtierender Chef des Aufsichtsrates und ehemaligen Vorstandsvorsitzenden vom BMW eingeladen. Ich bringe die Perspektive der Wirtschaft ein. In der Zwischenzeit, wie Sie wissen, seit 2015 bin ich nicht mehr direkt im operativen Geschäft tätig. Aber oft hilft ein wenig Abstand, um die Dinge dann besser von einer größeren Distanz aus beurteilen zu können. Es öffnet auch den Blick, wenn man nicht mehr unmittelbar im operativen Geschäft täglich tätig ist. Wer mich kennt, weiß, ich habe noch nie um den heißen Brei herumgeredet. Ich sage hier ganz deutlich, Politik und Wirtschaft brauchen einander. Das gilt umso mehr in der aktuellen Situation. Deswegen mein Appell aus Sicht der Wirtschaft, wir brauchen stabile politische Strukturen in Deutschland. Wir, die Wirtschaft. Das erwarten nicht nur die Wähler, sondern das ist auch dem Erscheinungsbild und der Rolle Deutschlands in Europa und der Welt schuldig. Die Interessen von Politik und Wirtschaft mögen unterschiedlich gelagert sein. Langfristig können wir nur erfolgreich sein, wenn man tragfähige Lösungen findet. Und das geht nur im Dialog. Frau Aigner, Sie haben das dankenswerterweise angesprochen. Das geht nur im Dialog. Hier in Deutschland setzen wir gemeinsam mit unseren Entscheidungen den Rahmen auch für das Handeln von Unternehmen. Aber hier ist die Politik natürlich an erster Stelle zu nennen. Die Politik setzt diese wichtigen Rahmen auch für die Wirtschaft und nicht umgekehrt. Und wenn die Politik entsprechende Rahmenbedingungen schafft, dann gelingen auch gesellschaftlich angestrebte Umbrüche, wie das große Thema Elektromobilität. Eine Forderung, meine Damen und Herren, dass es ab 2030 keine Verbrennungsmotoren in Neufahrzeugen mehr geben darf, ist da eher kontraproduktiv. Die Elektromobilität muss von den Unternehmen erst einmal finanziert werden. Damit legen wir die Basis für den künftigen Wohlstand. Dieser hängt ganz maßgeblich vom Niveau der Beschäftigung ab. Es kann nur verteilt werden, was zuvor erarbeitet wurde. Wir alle hier im Raum wissen das. Die Automobilindustrie stellt in unserem Land qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze in hoher Zahl zur Verfügung. Sie ist, ich darf das an der Stelle auch mal sagen, sie ist ein wichtiger Steuerzahler. Und
Sie ist Partner der Kommunen, in denen automobile Produktion angesiedelt ist. Ich nenne hier mal Regensburg, ich nenne Dingolfing. Manchmal vergisst auch der eine oder andere, dass wir eine Produktionsstätte in München haben und dass wir vor allen Dingen die weltweite Forschung und Entwicklung in München konzentriert haben. Ich meine, wir bauen ja immer weiter unser Forschungs- und Innovationszentrum aus. Ich glaube, Frau Eichinger, Sie wissen das. Leider ist in Deutschland der Gesprächsmotor zwischen Politik und Automobilindustrie ein wenig in Stottern geraten. Angesichts des Fehlverhaltens von einigen Herstellern ist das nachvollziehbar. Die BMW Group hat immer klar gemacht, ihre Fahrzeuge sind nicht manipuliert. Das Unternehmen hält sich an die gesetzlichen Vorgaben und erfüllt diese. Die CSU hat sich stets zur heimischen Wirtschaft bekannt. Ja, das ist so. Sie, Frau Eichinger, stehen als Wirtschaftsministerin an der Seite der BMW Group. Im September waren Sie dabei, als im Werk Landshut das neue BMW-Versorgungszentrum in Betrieb genommen wurde. Und diesen Freitag haben Sie zugesagt, bei der symbolischen Grundsteinlegung das Kompetenzzentrum Batteriezelle in München mit einzuweihen. Auf diesen konstruktiven Dialog setzen wir auch in Zukunft, gerade weil wir wissen, der Standort Deutschland hat Gegenwind. Herausforderungen sind ein prägendes Merkmal unserer volatilen Welt. Ich sage seit langem, Volatilität ist die neue Konstante. Für das, was gerade passiert, gibt es verschiedene Begriffe. Die einen sagen Disruption, die anderen nennen es Umbruch. Die mehr Positiveren sagen auch Transformation dazu. Fakt ist, wer diesen Wandel zu spät einleitet, der hat meist für immer den Anschluss verloren. Die Welt von vor 10, 20 Jahren gibt es nicht mehr. Schon 5 Jahre sind in der digitalen Zeitrechnung eine halbe Ewigkeit. Dies sind nur einige Beispiele, wie sich die Welt allein seit 2010 verändert hat. Öl ist nicht teurer, sondern billiger geworden. Eine IT-Firma ist das wertvollste Unternehmen der Welt. Fast jeder Mensch in der Welt besitzt heute ein Smartphone. Dabei kam das iPhone erst vor 10 Jahren auf den Markt. Und immer mehr Industrieroboter dominieren die Produktion. Auch unsere Mobilität verändert sich rasant. Der Taxidienst Uber gilt als das am schnellsten wachsende Unternehmen aller Zeiten. Tesla spielt bei der Marktkapitalisierung in der Champions League der etablierten Hersteller. Und 2 Fahrradverleih-Startups wurden kürzlich in China mit jeweils über 1 Milliarde US-Dollar bewertet. Ich möchte deshalb auf 2 Fragen eingehen. Erstens, wie geht es dem Wirtschaftsstandort Deutschland? Zweitens, wie können Politik und Wirtschaft in volatilen Zeiten anpacken? Beginnen möchte ich mit einem Blick in die Vergangenheit. Das wurde auch heute schon angesprochen. Die Gründung der Bundesrepublik liegt fast 70 Jahre zurück. In relativ kurzer Zeit wurde aus einem zerstörten Land eines der reichsten Länder der Welt. Bis auf wenige Jahre war Wachstum ein treuer Begleiter der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Zum gravierenden Einbruch kam es erst in jüngster Zeit. Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise verursachte im Jahr 2009 einen massiven Rückgang des BIP. Es war ein Wendepunkt, an dem wir uns zum Teil neu erfinden mussten. Ich habe diese Zeit als Vorstandsvorsitzender von BMW miterlebt. Sie war erfüllt von Unsicherheit. Man vergisst es so schnell. Das war erst 2008, 2009. Sie war geprägt von Unsicherheit und wir sind auf sich gefahren. Wir haben uns nicht nur Gedanken gemacht über die Strategien, wie sieht unser Unternehmen in 10 Jahren aus, sondern wir haben uns die Frage gestellt, wie lange dauert denn diese Wirtschaftskrise? 2 Jahre? 3 Jahre? 4 Jahre? Wir haben es damals nicht gewusst. Letztlich, und das ist entscheidend, ist Deutschland genau wie die BMW Group gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen. Auch im Jahr 2017 ist Deutschland eine weltweit anerkannte Erfolgsgeschichte. Ich möchte hierzu ein paar Punkte sagen. Das BIP soll in diesem Jahr um rund 2% zulegen. Deutschland ist wieder Exportweltmeister vor China. Die Zahl der Erwerbstätigen
liegt bei über 44 Millionen, Tendenz steigend. Meines Erachtens könnten wir solche Zahlen ruhig mal öfters gebrauchen. Ich meine, wir sagen, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Wir haben 44 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Im Gegenzug ist die Zahl der Arbeitslosen auf dem niedrigsten Stand seit 26 Jahren. Bayern bleibt Vorreiter, Sie haben es gesagt, mit roundabout 3% Arbeitslosenquote, das ist Vollbeschäftigung. Der Staat verbucht von Jahr zu Jahr steigende Steuereinnahmen. Auch das scheint sich fortzusetzen. Sind doch positive Punkte, meine Damen und Herren. Es hilft unserer Exportnation natürlich, dass sich auch der Rest der Welt gut entwickelt. Ich möchte das sagen hier mal ganz deutlich, auch als Aufsichtsratsvorsitzender von BMW. Die Eurozone ist in diesem Jahr vollständig auf den Wachstumszug aufgesprungen, Ausnahme Großbritannien. China wächst weiter solide, die US-Wirtschaft bleibt robust. Die früheren Sorgenkinder Brasilien und Russland haben die schwere Rezession der letzten Jahre überwunden. Für 2018 sieht die Lage sogar noch besser aus. Was ist das Fazit? Die Wirtschaft in Deutschland und in der Welt befindet sich in einer starken Verfassung. Die Stimmung der Wirtschaft, berechnet anhand des Einkaufsmanager-Index, ist derzeit sehr positiv. Sie schäumt fast über, vor allem in Deutschland. Ein ganz ähnliches Bild, meine Damen und Herren, gab es übrigens schon einmal. Das war im September 2007, also kurz vor Ausbruch der Finanzkrise. Erleben wir gerade die Ruhe vor dem Sturm? Wir sollten zumindest wachsam sein. Ich sehe drei große Bereiche, aus denen sich Handlungsbedarf für Politik und Wirtschaft ergibt. Übrigens damals, 2007, da wenn man gesagt hat, geht das immer so weiter, dann haben die Leute gesagt, was ist denn das für einer, ein ganz negativer. So, und dann waren wir im Jahr 2008, wir haben unser zweites Quartalsergebnis vorgestellt. Es war nicht so, wie sich das viele vorgestellt hätten. Hat es geheißen, auch in der Politik, jetzt zieht BMW den DAX nach unten. Ja, ein Ergebnis ist ein Ergebnis, so wie es reinkommt. Ja? So. Und dann kam im September Lehman. Und dann brachen die Märkte weg um 20-25% mit allen Konsequenzen für das Jahr 2008, 2009 für große Unternehmen. Nämlich, dass die Gewinne innerhalb von kurzer Zeit, die viele für Gott gegeben annehmen, weg waren. Ja? Und zwar 2008 und 2009, denn ein Gewinn zwischen 200 und 400 Millionen, das ist für ein großes Unternehmen kein wirklicher Gewinn. Wir vergessen das zu schnell. Also ich sehe drei große Bereiche, aus denen sich Handlungsbedarf für Politik und Wirtschaft ergibt. Erstens politische Unsicherheiten. Ich bin nicht bei Deutschland. Zweitens die Digitalisierung und drittens die Globalisierung. Zunächst zu den politischen Unsicherheiten. Die EU steht 17 Jahre nach ihrer Gründung vor fundamentalen Herausforderungen. Der Rechtsruck in vielen Ländern setzt sich fort. In einzelnen Regionen wächst das Bestreben nach Unabhängigkeit, nenne ich hier mal Katalonien. Der Brexit und seine Folgen werden Politik und Wirtschaft weiter beschäftigen. Nur eines ist gewiss, der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wird Zusatzkosten verursachen, unabhängig von der künftigen Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Die Flüchtlingskrise fordert die EU. Allein in den Jahren 2015 und 2016 haben knapp 2,6 Millionen Menschen in EU-Ländern Asyl beantragt. Diese Entwicklung hat in den meisten Mitgliedsländern zu einer Debatte über die Asylpolitik geführt. Auch globalpolitisch bleibt die Lage angespannt. Die US-Regierung sorgt mit ihrer Kritik an Freihandelsabkommen und an der Androhung von Strafzöllen für Verunsicherung. Präsident Trump hat seine Ankündigung aus dem Wahlkampf wahrgemacht. Die USA beteiligen sich nicht am transpazifischen Handelsabkommen TTIP. Stattdessen streben die USA bilaterale Abkommen an. Übrigens, war eigentlich Teil Ihrer Meinung. Wir haben sehr, sehr gute Beziehungen zu den USA. Das möchte ich hier nicht in Frage stellen. Auch zu einzelnen Staaten in den USA. Auch natürlich zur Politik in Washington. Aber trotzdem stimmt dieser Punkt, den ich gerade genannt habe. Und unter Freunden muss man ihn sogar nennen. Meine Damen und Herren, es ist seit langem erwiesen,
Unsere Welt tickt global. Zollfreiheit und geringere Handelshemmnisse unterstützen Produktion und Beschäftigung weltweit. Sie sind nicht im Weg, sie unterstützen sie. Trotzdem beobachten wir in vielen Ländern eine starke Tendenz zum Protektionismus. Wir auch als Unternehmen. Das Ziel ist klar. Der Schutz und die Stärkung der heimischen Wirtschaft. Beispiele sind die USA, sind China, sind Frankreich, sind Korea. Ich bin viel in der Welt unterwegs gewesen. Herr Stärker, wir haben uns häufig in Märkten getroffen. Es war in Südafrika, es war in den USA. Ich habe selbst erlebt, Sie auch, wie ausländische Unternehmen mit offenen Armen empfangen werden, wenn sie Beschäftigung und Investitionen ins Land bringen. Ich habe genauso oft erlebt, wie immer höhere Zoll, nur eine Seite der Medaille, und technische Schranken für den Import errichtet werden, verteidigt und weiterentwickelt werden. Für die BMW-Gruppe als globales Unternehmen sind freie Waren- und Dienstleistungsströme unabdingbar. Unsere gesamte Wirtschaft lebt vom freien Welthandel und offenen Märkten. Jetzt komme ich wieder zurück nach Bayern. Sie haben das auch in Ihrem Wahlprogramm festgeschrieben. Die EU muss weiter auf einen fairen Freihandel pochen. Nach CETA, jetzt kommen wir wieder zur Praxis, sind die angestrebten Abkommen mit dem Mercosur sowie mit Australien und Neuseeland ein wichtiges Zeichen. Der Aufstieg Chinas führt zu Spannungen mit der Europäischen Union. Ich meine, Sie haben es vergleicht, ein Bayer, ja. Ich sage, wir haben auf der einen Seite ein Land mit 1,3 Milliarden Menschen. Wir haben auf der anderen Seite des Atlantiks ein Land mit in Richtung 400 Millionen Menschen gehen und wir haben einzelne europäische Staaten. Ich glaube, die Machtverteilung gehört nicht viel Fantasie dazu. Die EU hat Schutzzölle verhängt, zum Beispiel für Stahl- oder Aluminiumräder aus China. Zwischen Russland sowie den USA und der EU herrscht Eiszeit. Die Sanktionen haben nicht nur Auswirkungen auf die russische Wirtschaft. Demgegenüber, meine Damen und Herren, steht die Digitalisierung. Sie öffnet Märkte und befördert globales Denken und Handeln. Digitalisierung ist das beherrschende Handlungsfeld für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und jeden Menschen. Sie verändert unser Leben von Grund auf. Reisende schlafen heute nicht mehr im Hotel, sondern in einer Privatwohnung über Airbnb. Zahnkronen werden in einigen Laboren von 3D-Druckern gefertigt und nicht mehr von Zahntechnikern. Und Autos fahren schon heute teilautomatisiert und vernetzt, schon heute. Der Begriff Digitalökonomie fasst die Chancen und Risiken zusammen. Grundsätzlich kann man sagen, durch die Möglichkeiten der Digitalisierung wird die Wirtschaft effizienter, flexibler und reaktionsschneller. Ich könnte jetzt sagen beim Automobilhersteller, dass wir heute kürzere Entwicklungszyklen haben, haben wir zu verdanken, dass wir irgendwann mal CAD und CAM-Systeme in unseren Forschungs- und Entwicklungsstätten und in der Produktion eingeführt haben. Sonst wären die Verkürzungen der Entwicklungszyklen ohne diese Technik nicht möglich gewesen. Also effizienter, flexibler und reaktionsschneller. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns fragen, ist Deutschland für den digitalen Wandel gerüstet? Ich soll ja die Wirtschaft darstellen heute. Das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut listet eine Reihe von Schwachstellen auf, allen voran der Rückstand in der digitalen Infrastruktur. Ich spreche von Deutschland. Die Bertelsmann-Stiftung hat die Bundesrepublik vor kurzem als digitales Entwicklungsland bezeichnet. Im erstmals erhobenen Digitalisierungsindikator von BDI und Akatech liegt Deutschland deutlich hinter anderen Industrienationen auf Platz 17. In diversen Top-Listen der Länder mit superschnellen Internetverbindungen belegt Deutschland hintere Plätze. Dabei wurde in einer aktuellen Unternehmensbefragung im Auftrag der KfW eine leistungsfähige digitale Infrastruktur als der wichtigste Standortfaktor genannt. Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, sonst verlieren wir den Kampf auch um Talente, die wir dringend brauchen. Bayern zeigt, dass dies funktioniert. Die Automobilhersteller zum Beispiel brauchen für Tests zum autonomen Fahren nicht mehr nach Nevada reisen. Sie können dies auch vor der Haustür auf der A9 tun. Und auch der Mobility Hub in München ist ein klares Signal. Die digitale Vernetzung bringt die Marktteilnehmer der Welt noch viel näher zusammen. Damit zum dritten großen Handlungsfeld, die Globalisierung.
Im Jahr 1995 entfielen auf 26 etablierte Industrienationen noch über 80% der weltweiten Wirtschaftskraft. Seitdem sinkt diese Zahl stetig. Gewinner sind die aufholenden Industrieländer. Dazu gehören auch China und die mittel- und osteuropäischen Staaten. Ein ähnliches Bild zeichnet sich beim Welthandel. Der Anteil der etablierten Industrienationen an den weltweiten Exporten geht zurück. Die aufholenden Industrieländer erhöhen ihren Anteil. Das globale Kräfteverhältnis in der Welt verschiebt sich. Ich meine, wenn man viel reist, wenn man viel unterwegs war, das war ich die letzten 10 Jahre, dann bekommt man das auch hautnah mit. Also die globalen Kräfteverhältnisse in der Welt verschieben sich. Auf der einen Seite geben die etablierten Industriestaaten Anteile an die neuen Konkurrenten ab. Auf der anderen Seite entstehen in den aufholenden Industrieländern neu attraktive Märkte. Davon hat nicht zuletzt die deutsche Automobilindustrie profitiert. Das zeigt, insgesamt profitieren die Industrieländer wie Deutschland vom Aufholprozess der anderen. Also es ist kein Nachteil. Wie alle etablierten Industrieländer muss auch Deutschland Anteilsverluste an der weltweiten Wertschöpfung hinnehmen. Durch den starken Wachstumseffekt in den aufholenden Industrieländern konnte sich die Industrie in Deutschland aber insgesamt behaupten. Deutschlands Stärke, und Herr Wiesel, wir hatten es vorher schon, bei dem, was Sie gesagt haben, liegt im produzierenden Bereich. Wir sollten das nie vergessen, liegt im produzierenden Bereich. Seit rund 20 Jahren, auch das haben Sie erwähnt, liegt der Anteil der Industrie und der Wertschöpfung bei uns bei deutlich über 20%. Nicht eingerechnet sind hier übrigens die Dienstleistungen, die nur im Verbund mit der Industrie entstehen. Ist dieses Fundament der deutschen Industrie durch die Globalisierung gefährdet, wenn immer mehr Produktionstätigkeiten ins Ausland verlegt werden? Fest steht, ein großer Teil der deutschen Industrie nutzt die Möglichkeiten der Produktion im Ausland. Die BMW Group hat ihre Wurzeln in Bayern. Das Unternehmen investiert pro Jahr ungefähr 1 Milliarde Euro am Industriestandort Deutschland. Gleichzeitig fertigt die BMW Group heute rund die Hälfte der Fahrzeuge im Ausland. Was ein Muss ist übrigens. Für viele große Unternehmen hierzulande gilt, eine Verlagerung der Produktion ins Ausland führt nicht dazu, dass Kapazitäten in Deutschland aufgegeben werden. Anders sieht es beim Mittelstand aus, dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Für kleine Unternehmen bedeutet der Gang ins Ausland in der Regel die Aufgabe von Produktionseinheiten in Deutschland. Die Politik ist gefragt, damit Deutschland in seiner unternehmerischen Vielfalt ein attraktiver Standort bleibt. Und, ich glaube, das darf gesagt werden, die deutsche Automobilindustrie bleibt eine Schlüsselindustrie für Deutschland. Seit einigen Jahren steht sie im Gegenwind. Dieser kommt aus verschiedenen Richtungen. Zum einen heißt es, die Hersteller hätten nicht früh und konsequent genug in Richtung nachhaltige und vernetzte Mobilität umgesteuert. Zum anderen treten neu aggressive Akteure in den Mobilitätssektor ein. Und nicht zuletzt müssen die Hersteller die weltweit scharfen und regional unterschiedlichen Vorgaben zur Verringerung von Emissionen einhalten. In diesem Zusammenhang ein Wort zur europäischen Politik. Bei der Absenkung der CO2-Emissionen geht es auch um den Marktanteil von elektrifizierten Fahrzeugen. Wenn ich also neue Ziele habe für das Jahr 2025 und für das Jahr 2030, geht es dabei auch, ich sage das nochmal, um den Marktanteil an elektrifizierten Fahrzeugen. Anders sind nämlich diese Grenzwerte nicht mehr zu erreichen. Wie schnell dieser wächst, hängt einerseits vom Angebot ab. Das sind Reichweite, das sind Preis und das ist natürlich Freude am Fahren. Nachfrage können die Hersteller allerdings nicht nur alleine schaffen. So ist eine passende Infrastruktur für die Kaufentscheidung des Kunden essentiell. Deshalb müssen die von der EU gesetzten Ziele mit einem Schub für die Nachfrage durch die Politik der Mitgliedstaaten einhergehen. Deutschland muss hier führen, wenn möglich im Schulterschluss mit Frankreich. Bei steigender Nachfrage, und das ist ein wichtiger Punkt, auch schon erwähnt, muss die Energieversorgung gewährleistet sein.
Und sie muss in Bezug auf die Kosten in Deutschland im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig bleiben. Das gilt natürlich auch für den Produktionsstandort Deutschland. Denn wir können von zwei Dingen ausgehen. Erstens, die Nachfrage nach Mobilität auf der Welt steigt weiter an. Daher überrascht es nicht, dass Mobilität zu den begehrenswerten Zukunftsfeldern überhaupt zählt. Zweitens, die wachsende Nachfrage nach individueller Mobilität kann jedoch nicht befriedigt werden, kritische Bemerkungen, indem einfach immer mehr Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden. Anders gesagt, der globale Erfolg des Automobils beschleunigt nun den Umbruch in der Mobilität. Ein Treiber für diesen Umbruch, meine Damen und Herren, ist die Urbanisierung. Die Zeit im Stau oder bei der Suche nach einem Parkplatz nimmt dramatisch zu. Warum? Weil schon heute in der dicht besiedelten EU 2/3 aller Einwohner in städtischen Regionen leben. Die BMW Group hat vor mehr als 10 Jahren den Wandel zur nachhaltigen Mobilität eingeleitet. Ich weiß das, denn ich war dabei. Heute besitzt sie das breiteste Angebot an voll elektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden. Über 180.000 elektrifizierte Fahrzeuge der BMW Group sind bereits heute auf der Straße. Und mit der 5. Generation der Speicher- und Antriebstechnik werden elektrische Reichweiten bis zu 600 Kilometer möglich. Dann ist elektrisches Fahren auch über längere Distanzen attraktiv. Gerade weil E-Mobilität ein Zukunftsfeld ist, hat die BMW Group entschieden, wir behalten die Kompetenz rund um E-Motoren, Leistungselektronik und Batteriezellen in eigener Hand. Kein Wettbewerber hat eine höhere Eigenleistung bei E-Mobilität. Das andere große Zukunftsfeld der Mobilität ist das autonome Fahren. Dazu bilden die deutschen Hersteller völlig neue Allianzen, vor 10 Jahren undenkbar, mit internationalen Technologie- und IT-Konzernen. Das sichert den Zugang zu neuen Kompetenzen und schafft Skaleneffekte. Meine Damen und Herren, damit zum zweiten Schwerpunkt: Wie können Wirtschaft und Politik in volatilen Zeiten anpacken? Ich fasse kurz zusammen. Die politische Unsicherheit bleibt hoch. Der globale Index der politischen Unsicherheit, den US-amerikanische Wissenschaftler seit 20 Jahren berechnen, hat einen neuen Höchststand erreicht. Die Megatrends Digitalisierung und Globalisierung durchdringen alle Bereiche, ob wir das wollen oder nicht. Sie stellen Politik, Wirtschaft und unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Wenn wir den Wohlstand in Deutschland unter diesen Bedingungen dauerhaft sichern wollen, brauchen wir, ich möchte das nochmal sagen, eine starke industrielle Basis in Deutschland. Dazu muss Deutschland Vorreiter der Digitalisierung werden. Ich kann Sie nur ermuntern, sorgen Sie dafür, dass in Deutschland das beste Highspeed-Netz der Welt errichtet wird. Da schließt, Frau Aigner, Sie haben es gesagt, unsere Schulen und Hochschulen mit ein. Hier ist auch die Wirtschaft gefragt. Sie muss die Mitarbeiter in Sachen digitale Kompetenz schulen und weiterbilden. Die Chancen der Digitalisierung müssen in allen Bereichen der Gesellschaft, in Bildung, Forschung und Wirtschaft genutzt werden. Nur so kann Deutschland im globalen Innovationswettlauf vorn mit dabei sein. Die Digitalisierung nimmt starken Einfluss auf unsere industrielle Kernkompetenz. Ich weiß nicht, ob das so weit verbreitet ist. Die Digitalisierung geht direkt in unsere industrielle Kernkompetenz, und zwar im Automobil und im Maschinenbau. Um unsere Stärke auch in Zukunft bestmöglich nutzen zu können, gilt es, Tempo zu machen. Ein Beispiel ist die Definition von Standards für Industrie 4.0. Der Erfolg der Digitalisierung und Industrie 4.0 steht und fällt mit der Sicherheit von Daten. Vernetzung produziert enorme Datenmengen. Der Industrie muss es gelingen, die riesigen Datenmengen in wertvolle Daten zu verwandeln und damit Geld zu verdienen. Für die Sicherheit der Kundendaten müssen die Unternehmen garantieren. Cybersecurity, der Schutz vor kriminellem oder gar terroristischem Zugriff, ist im Auto genauso wichtig wie im Flugzeug. Auch hier muss die Politik den richtigen Rahmen schaffen. Das Vertrauen der Kunden in die Technologien der Zukunft müssen Hersteller und Politik gemeinsam sichern. Im Bayernplan schreibt die Politik vor, Made in Germany muss bei der Datensicherheit zum Gütesiegel werden. Unternehmen sollen sich für Deutschland entscheiden, weil hier ihre Daten sicher sind, Zitat Ende. Damit Deutschland auch in Zukunft
ein attraktiver Standort bleibt, sind aus meiner Sicht zwei Dinge notwendig. Erstens, Deutschland muss seine hohe Standardqualität sichern und zweitens, die weltweiten Märkte müssen zugänglich bleiben. Und jetzt, meine Damen und Herren, müssen wir uns fragen, was heißt denn, Umbrüche zu steuern und Umbrüche zu managen? Es heißt, dass wir eine Basis legen müssen in unserem Bildungssystem und eine überdurchschnittlich gute Forschung haben müssen. Die Triebfeder der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands ist und bleibt die Innovationskraft. Die BMW Group zum Beispiel hat im vergangenen Jahr über 5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert. Deutschland gehört immer noch zu den innovationsstärksten Ländern. Bei Patenten ist Deutschland mit an der Spitze. Wir verfügen, auch im Vergleich mit den USA, über fast doppelt so viele transnationale Patente pro 1 Million Einwohner. Und das Gros der deutschen Innovationen kommt übrigens aus dem Süden der Republik. Aber nicht nur aus Bayern, muss ich sagen. Bayern und Baden-Württemberg sind so innovationskräftig, dass beide Bundesländer auf internationaler Ebene mithalten können. Bayern und Baden-Württemberg sind übrigens auch die Bundesländer mit den meisten Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Das macht deutlich, wer mehr investiert, kann den Wandel besser beherrschen und kann den Wandel auch gestalten. Und das ist wiederum eine zentrale Voraussetzung für langfristigen Erfolg. Meine Damen und Herren, ich kann mich an viele Situationen in meiner Karriere erinnern, in denen ich mit Gegenwind zu kämpfen hatte. Das war erstens die Ausrichtung der BMW Group auf nachhaltige Mobilität. Das war der Ausstieg aus der Formel 1. Das war die Entscheidung für ein Megacity-Vehikel, den heutigen vollelektrischen BMW i3. Solch grundlegende Veränderungen polarisieren. Sie stellen das Selbstverständnis, auch das Benzin im Blut von Automobilfans, wie auch unternehmensintern bei Entwicklern und Ingenieuren in Frage. Aber oft, meine Damen und Herren, ist der bequeme Weg nur am Anfang asphaltiert. Recht vielen Dank. Herr Reithofer, vielen Dank für diese grundsätzlichen und grundlegenden Ausführungen. Für mich ist es immer wieder ein Erlebnis, muss ich sagen, wenn Menschen, die in der Wirtschaft hohe Verantwortung getragen haben und tragen, aus ihrem Erfahrungsspektrum berichten, die Tendenzen, die Entwicklungen beurteilen und Empfehlungen auch abgeben. Es ist für mich auch erfreulich, mit welchem realistischen Blick die Dinge beurteilt werden, aber auch die notwendige Kooperation zwischen Wirtschaft und Politik gesehen und bezeichnet wird. Und es ist richtig, das so zu machen, weil ich damit auch sehe und erlebe, dass man seitens der Wirtschaft nicht mit irgendwelchen Überforderungen an die Politik herangeht, sondern mit einer realistischen Beurteilung, aber auch mit den richtigen Erwartungen und das auch klar macht, dass es bestimmte Punkte gibt, die von der Politik geschaffen werden müssen, damit es in der Wirtschaft gut läuft. Das verstehe ich auch unter Kooperation zwischen Wirtschaft und Politik. Ich habe das früher erlebt, dass manche Presseorgane im Norden Deutschlands gesagt haben, da herrscht in Bayern so eine gegenseitige Kameraderie und Schulterklopfen. Ich habe den Leuten klar gemacht, ihr habt manches noch nicht verstanden, denn genau das ist es nicht. Aber in der Politik, wenn man gut beraten ist, bemüht man sich, sich zu informieren bei der Wirtschaft, bemüht man sich, im Gespräch zu sein und zu sehen, was die Erwartungen sind und auch klarzumachen, was man dabei realisieren kann. Ich habe mit Schulterklopfen und gegenseitiger Bestätigung überhaupt nichts zu tun. Das hat was zu tun damit, dass man realitätsorientierte Wirtschaftspolitik auch betreibt. Das gehört nämlich als nächstes dazu.
Meine Erfahrung war das auch sehr oft, und das ist ja heute nicht anders, dass es bestimmte theoretische Konzeptionen gibt für irgendwelche Probleme. Und wenn man dann mit den Leuten in der Wirtschaft redet, die das umsetzen sollen, dann sagen oft welche, ja, das kannst du schon machen, wenn du dir Geld nachschmeißen möchtest. Aber wenn du realistisch was machen willst, dann musst du die Dinge anders angehen, anders ansetzen. Dann kann man gemeinsam was machen. Und das war immer das Erfolgsgeheimnis, das die bayerische Wirtschaftspolitik geprägt hat, auch früher schon bei Schädel, bei Jaumann, bei Gustl Lang. Das war auch, und das will ich jetzt im eigenen Verständnis dazu sagen, auch immer die Aufgabe des Wirtschaftsbeirats der Union, genau diesen Dialog zwischen Wirtschaft und Politik mit zu fördern. Genau die Themen aus der Wirtschaft, die man nicht in irgendwelchen Organen liest und nicht in irgendwelchen Aufsätzen liest, in die Politik hineinzutragen, dort zur Sprache zu bringen, vermittelnd tätig zu sein. Ich glaube, diese Aufgabe ist heute noch genauso aktuell wie in früheren Jahren. Aber damit ist Bayern vorangekommen, und das ist die Tendenz oder das ist die Kooperation, die wir auch in Zukunft pflegen sollen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Kommen, für Ihren Vortrag. Es war ein Erlebnis und es war überzeugend. Das will ich auch dazu sagen, das betrifft ja nicht nur die Vertreter der Wirtschaft, die Betriebsinhaber, es betrifft ja auch viele Arbeitnehmer in der Bevölkerung, die Leute, wenn man mit ihnen redet, die sind stolz auf BMW, die sind stolz auf Siemens, die sind stolz auf Bayern München, die sind stolz auf ihren Heimatbetrieb im Ort X oder Y. Da redet man ja gerne davon, weil die erfolgreich sind. Die haben aber auch ein Gefühl dafür, was dahinter steckt, wenn man eine Firma wie einen Automobilhersteller international führen muss, in diesen schwierigen Lagen durchsteuern muss, bei den administrativen Anforderungen, wenn manche Machtblöcke hergehen und sagen, wir üben unsere Macht aus im eigenen Interesse und gar nicht sehen, was ihnen die Vernetzung insgesamt bringt und was ihnen die Entwicklung durch die Globalisierung auch gebracht hat, wo ihre eigenen Fehler liegen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei den Themen Digitalisierung, Sie haben es angesprochen, Globalisierung, dann aber auch Dekarbonisierung, automatisches Fahren oder autonomes Fahren, das sind alles Herausforderungen. Wenn man die der Reihe nach bewältigen müsste, ist es schon viel genug. Wenn man sie gleichzeitig bewältigen muss, ja, da muss man keinen bedauern, der da in der Verantwortung steht. Es sind Herausforderungen, die gemeistert werden sollen und müssen. Und ich habe persönlich den Eindruck, dass die Bevölkerung dafür sehr viel Gespür hat, was hier alles an Anforderungen da ist. Und deswegen der Großteil in der Bevölkerung auch so das politische oder wirtschaftliche Urteil hat, zu wissen, wo überfordert man den ganzen Prozess und wo geht es einigermaßen. Aber ich hoffe, dass das so bleibt. Ich danke Ihnen noch einmal sehr herzlich für diese Darstellung. Für uns ist es wichtig, das so zu hören, zu sehen. Und für uns ist es auch wichtig, dass wir mit unseren Ansichten, mit unseren Einschätzungen auf diese Weise ja, bestätigt werden, dass uns weitergeholfen wird, dass wir in unserer Urteilsfähigkeit sicherer werden, dass wir auch im politischen Dialog damit auch, und ich mag das Wort nicht die Interessen, sondern die Überlegungen, die Argumente aus der Wirtschaft vernünftig vertreten können, damit wir unseren Beitrag leisten zur Weiterentwicklung unserer Wirtschaft in Deutschland und in Bayern. Herzlichen Dank. Für mich ist es auch ein Zeichen dafür, dass man Politik nicht mit Gefühlen machen darf, sondern mit klaren Argumenten, mit Vernunft, mit Perspektive, mit einem klaren Weiterdenken. Diejenigen, die aus Gefühl heraus sagen, ja, das muss sein und das müssen wir erreichen und das möglichst schnell und, meine Damen und Herren, die haben zwar oft einen guten Willen, aber sie richten mehr Unheil an, als sie einen guten Willen haben. Deswegen, ich hoffe, dass vom Zeitalter der Aufklärung so viel übrig geblieben ist, dass die meisten Menschen sich an Argumenten orientieren
und nicht an Schlagworten und Gefühlen. Es ist unsere Aufgabe auch. Das trifft in der Wirtschaftspolitik generell zu, das trifft in der politischen Diskussion speziell zu. Und eine Sache will ich auch noch ansprechen bei der Gelegenheit. Wirtschaftspolitische Weichenstellungen sind nicht von heute auf morgen wirksam. Wenn Sie in der inneren Verwaltung, wenn Sie in der inneren Sicherheit was Neues einführen, ist es ab morgen Gesetz und wird umgesetzt. Wenn Sie in der Wirtschaftspolitik etwas Neues einführen, dann wirkt es sich in 3 oder 5 Jahren positiv aus. In dem Zeitpunkt, wo Sie es einführen, findet es keinen Beifall. In dem Zeitpunkt, wo es wirksam ist, wird es fast zur Selbstverständlichkeit, findet aber Beifall. Heißt für mich, dass man Wirtschaftspolitik vom gedanklichen Ansatz her auch über die Perspektive einer Legislaturperiode hinaus machen muss. Ich habe immer was dagegen, wenn in Koalitionsverträgen wirtschaftspolitische Festlegungen auf 4 Jahre getroffen werden. Die muss man auf 8 oder 12 Jahre treffen. Um es einfach auszudrücken, der Biorhythmus in der Politik ist ein anderer als der in der Wirtschaft. Aber der Biorhythmus in der Wirtschaftspolitik muss sich nach dem orientieren, wie er in der Wirtschaft ist. Sonst läuft die Wirtschaftspolitik falsch, sonst läuft sie nach Schlagworten, sonst gibt man viel Geld aus und erreicht wenig. Und dann noch etwas, das haben manche hin und wieder komisch angeschaut, aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass gute Wirtschaftspolitik nicht sowas wie der Versuch des Oberkommandos über die Wirtschaft ist, wo das hinlaufen soll, sondern gute Wirtschaftspolitik ist Dienstleistung an der Wirtschaft. Im Bereich von technischen Innovationen und im Bereich speziell auch dieser internationalen Fragen, auch hier braucht die Wirtschaft die Hilfe der Politik, die Unterstützung der Politik, die realistischen Dialoge, damit es vernünftig weitergeht und vernünftig weitergehen kann. Und dieser Dienstleistungscharakter, der sollte auch in Zukunft betont werden. Sie haben einen Punkt angesprochen, sehr zurückhaltend, aber ich halte den auch für richtig, beim ganzen Thema Digitalisierung. Weil viele reden von der disruptiven Entwicklung, von dem, was alles kommt und dass sich alles radikal verändert und Angst machen bei Arbeitsplatzverlusten und sonst was. Ich stelle fest, dass dort, wo man sehr früh mit dem Thema begonnen hat, die Entwicklung auch vernünftig und sanft geht. Da ist die Automobilindustrie auch ein Beispiel. Dort hat man längst die Digitalisierung, soweit das möglich ist, mit eingeführt, bei Produkten, bei Prozessen, bei Produktverbesserungen, beim Vertrieb, bei allen möglichen Dingen. Das ist gut und sinnvoll. Bei anderen, die damit lange gebraucht haben, können die Entwicklungen tatsächlich disruptiver sein. Man hat bei uns auch, über das redet fast niemand, bei der Robotertechnik einen sehr weitgehenden Fortschritt. Ich hatte im vorigen Jahr die Gelegenheit, in China einen Vortrag zu halten und da kam dieser Vergleich auch. Ich habe mir Unterlagen geholt. Wir liegen in Deutschland in der Robotertechnik um fast die Hälfte weiter vorne als USA. Und China liegt im Vergleich dazu, Vergleich sind immer dann die Industrieproduktionen, bei 10% dessen, was wir machen. Habe aber auch gestellt, die sind ganz fanatisch drauf, das fortzuentwickeln. Interessanterweise warum? Weil sie in absehbarer Zeit das gleiche demografische Problem bekommen wie wir und sagen, wir müssen das durch den Roboter ersetzen. Bei uns, wenn die Technisierung vorangeht, dann schreit immer gleich irgendjemand Arbeitsplätze. Und denkt nicht daran, dass sich die Wirtschaft in die Lage versetzen muss, aus eigenem Interesse verschiedene Arbeitsplätze, die sie in absehbarer Zeit nicht mehr mit qualifiziertem Personal besetzen kann, durch Robotertechnik und sonstige Technik zu ersetzen, wenn man die Standorte halten will. Und das Interesse haben wir. Und deswegen bin ich der Meinung, sollte man hier auch einen anderen Dialog pflegen und nicht gleich mit den Beschimpfungen und sonstigen Dingen auf die Wirtschaft zugehen. Noch einmal zum Datenschutz. Jawohl, mit der Digitalisierung fallen eine ganze Menge Daten an und diese Daten gehören auch denen, die sie erheben und die die technischen Möglichkeiten in die Produkte mit einbauen und damit die Daten abrufen können. Warum?
weil es sinnvoll ist, dass die mit den Daten arbeiten können, dass die mit den Daten ihren Kundendienst verbessern können, dass die mit den Daten ihre Produkte verbessern können, dass die mit diesen Daten auch ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern können. Wenn man hier den Datenschutz übertreibt oder falsch ansetzt, richtet man mehr Unheil an als Gutes. Genauso ist es mit dem geistigen Eigentum. Es gibt ja genügend, die sagen, über die Daten, die wir allgemein verfügbar machen oder auch abrufen wollen, verschaffen wir uns die Kenntnisse über technologische Möglichkeiten, die wir sonst nicht haben, weil wir damit Raubbau am geistigen Eigentum betreiben. Meine Damen und Herren, da ist es auch mit eine politische Aufgabe, die Möglichkeiten, das geistige Eigentum sicherzustellen, für unsere Wirtschaft auch international sicherzustellen. Sonst kriegen wir Probleme, weil es genügend andere Länder gibt, die uns das gerne abnehmen würden. Deutschland ist führend in vielen Produkten, in vielen Bereichen. Und wir leben davon, dass wir diese führende Position behalten. Andere wollen es gerne werden. Aber wenn wir hier nicht aufpassen und nicht die Kooperation zwischen Politik und Wirtschaft auch sehr realistisch und auch sehr realitätsbezogen voranbringen, schaden wir uns selber. Und einen weiteren Punkt möchte ich unterstreichen, ich will Ihre Rede nicht kommentieren, da habe ich überhaupt keinen Anlass dazu, aber sondern das ist mehr eine Aussage an die Politik. Ihre Aussage, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in einem Land auch ein Gradmesser sind für die Innovation. Wir haben das, lieber Kurt und lieber Georg von Waldenfels, in den 90er Jahren ja mit der Hightech-Offensive und mit weiteren Offensiven sehr stark vorangetrieben, beim Ausbau der Universitäten, beim Ausbau von Fachhochschulen. Wir haben das auch vorangetrieben durch die Umstrukturierung, indem auch Vertreter der Wirtschaft mit in die Führungsgremien der Universitäten gekommen sind und mit Rat und Tat dort geholfen haben. Aber es ist richtig und es ist der Ehrgeiz Bayerns, Gott sei Dank muss ich sagen, die Forschungsausgaben Staat und Wirtschaft gemeinsam auf, ich glaube 3,7, 3,8% hochzuheben. Baden-Württemberg hat 4,3, die liegen noch weiter vorn. Wir liegen auch bei den Patenten ungefähr gleich auf, aber wir haben Spielraum nach oben. Und der Wettbewerb mit anderen Industrieländern, ich habe China genannt, läuft über den Markt, aber er läuft über Innovationen, Innovationen, Innovationen. Und hier haben wir auch ein Modell, Gott sei Dank, dass die Kooperation zwischen Hochschule und Wirtschaft mittlerweile sehr eng geworden ist, dass sie vorbehaltlos ist, dass sie gut läuft. Das war was anderes wie in den 80er Jahren, wo wir die ideologischen Diskussionen geführt haben, dass die Wirtschaft von den Hochschulen absolut getrennt sein muss. Das ist heute vorbei, Gott sei Dank. Aber das sind die Weichenstellungen und die Faktoren, die uns voranbringen. Und dafür bin ich Ihnen heute sehr dankbar, dass Sie diese Zusammenhänge dargestellt haben, in den Mittelpunkt Ihrer Rede gestellt haben und dargelegt haben, wo unsere Herausforderungen liegen, wo unsere Chancen aber auch liegen. Und mit einem vernünftigen Kurs, den wir hier weiterentwickeln sollen und wollen, können wir, glaube ich, auch mit Zuversicht in die Zukunft setzen. Sehen. Noch einmal herzlichen Dank. Ich habe zu danken allen Sponsoren für ihre finanzielle Unterstützung der Generalversammlung. Bei den heutigen Zinsen, muss ich auch sagen, sind wir froh darum, dass Sie uns helfen, sonst könnten wir derartige Veranstaltungen gar nicht stemmen. Ich danke BMW AG, nicht an erster Stelle von der Größe der Hilfe her, sondern weil Sie mit B beginnen. Es geht alphabetisch. Ich danke dem Bankhaus Donner und Reuschel, den ILF-beratenden Ingenieuren, dem Genossenschaftsverband Bayern, den Bauer Energieanlagen, Elektroenergieanlagen, der BayWa, der Flughafen München GmbH, Pro Aurum KG, Harlekin Spiel- und Unterhaltungsautomatik GmbH, der Firma Max Eicher GmbH, Deal Defense GmbH, Sparkassenverband Bayern, Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, Niederlassung München und der Merker Zement GmbH. Allen miteinander sei herzlich gedankt für Ihre Hilfe und Unterstützung bei dieser Veranstaltung. Besten.
Ich danke dem Team aus unserer Geschäftsstelle und den Mitarbeitern des Bayerischen Hofes für die erfolgreiche Vorbereitung, Organisation und Durchführung dieser Großveranstaltung. Und ich danke den Medienvertretern bereits heute für ihre sehr freundliche Berichterstattung morgen. Und ich danke Ihnen allen, meine Damen und Herren, für Ihr Kommen. Ich denke, Sie stimmen mit mir überein, dass das ein sehr ertragreicher, geistig ertragreicher und in den Erkenntnissen ertragreicher Tag war. Ich hoffe es zumindest. So, und dann darf ich Sie einladen zum anschließenden Empfang, der heute nicht in der Residenz stattfindet, weil dort Umbaumaßnahmen getätigt werden, sondern da draußen im Atrium des Bayerischen Hofes. Und wenn ich richtig informiert bin, wird er in einer Viertelstunde beginnen, sodass Sie noch die Zeit haben, sich etwas die Füße zu vertreten. Der offizielle Teil ist damit geschlossen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Applaus